Hallo und herzlich willkommen auch an die Leute, ich wink mal hier, an die Leute, die das später auf YouTube nachgucken. Heute mit Bastelcam. Wow, Technology. Ja, wie man sehen kann, Bastelchaos. Ich dachte mir, weil ich sowieso basteln will, können wir das auch kombinieren. Magic. Und wir arbeiten heute. Oh Gott, hoffentlich stürzt mir das hier jetzt nicht ab, was ich hier alles habe. Ich habe das gerade schon so ein bisschen erzählt. Hi Chosen, da ist er ja auch, da kann er auch was dazu sagen. Zu seinem Umzug. Pen and Miniature Game. Go, go, go. Fick dich, Chosen. Wir arbeiten heute an solchen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu zeigen. Ich habe davon ganz viele. Das hier ist ziemlich groß. Die waren nämlich ziemlich beliebt auf dem Lab und deswegen mache ich jetzt einen Etsy-Store auf und I bastel. Ich habe davon unglaublich viele schon, wie man sehen kann. Ich habe auch ein ganz kleines. Die sind noch nicht bemalt oder so. Das ist sozusagen die Rohling-Form. Und da dachte ich, da bastel ich jetzt an einem, weil ich gerade an einem am Arbeiten bin. Ich habe gerade erst angefangen. Ich habe noch so ein paar kleinere, da können wir theoretisch auch noch was mitmachen. Die wollte ich gleich noch schwatt bemalen, dass die trocknen. Also zu Ende schwatt bemalen, während ich an diesen hier arbeite. Und die hier muss ich noch schwarz grundieren. Das machen wir, glaube ich, gleich. Deswegen habe ich mir auch schon Schwämmchen geholt. Alles stürzt ab. Jetzt steht hier das hässliche Ei, anstatt dem, an dem ich. Oh Gott. Alles stürzt ab. Diese Eier rollen die ganze Zeit rum. Ich werde irre. Ich stelle mal das hin. Dann könnt ihr sehen, woran. Das ist hier so übertrieben groß. Kriege ich das noch irgendwo unter, dass ihr das sehen könnt? Nee, nicht ohne, dass ihr alles abstürzt. Dann bleibst du da hinten liegen. Exakt. Ja, die waren, wie gesagt, die waren super beliebt. Ich kann gleich mal zwei andere holen, die ich noch gemacht hatte. Ich kann auch theoretisch noch mal ein Bild zeigen von diesen hier, wie die bemalt aussehen, sozusagen. Ich kann mal kurz gucken. Das müsste ich theoretisch hier auf dem Computer haben. Gib mir eine Second. Wo wird das sein? Habe ich die hier gespeichert? Per Zufall? Chimärenrest? Ist es da drin? Ich habe auch schon überlegt, ob ich, weil die große Chimäre habe ich leider nicht mehr, von der ich mal erzählt habe. Habe ich leider nicht mehr von dem Lab fertig gekriegt. Aber ich will die auf jeden Fall noch fertig machen, weil ich den Charakter wahrscheinlich nochmal wiederbringe und die Chimäre dann mitnehme. Ja, die sehen auch unbemalt schon super cool aus. Ich finde die total nice. Die sind. Was ich daran mag, ist diese Textur, die die haben. Halt wie so Drachenschuppen oder sowas. Es ist alles Heißklebe, by the way. Psst. Ich habe überhaupt kein Heißklebeproblem oder so. Da habe ich halt schon. So einen könnte ich. Der ist schwarz grundiert jetzt, deswegen sieht man das vielleicht nicht so gut. Habe ich so Feed gemacht für die Chimäre. Sieht man leider nicht so gut. Kriege ich das irgendwie hin, dass man die besser sieht? Wahrscheinlich nicht. Nee, nicht wirklich. Man sieht nicht wirklich viel, leider. Kann mal gucken, ob ich meine Lampe ein bisschen anders ausrichten kann. Ohne dass sie alles abschmiert. Machen wir es nochmal so und dann. Da sieht man es ein bisschen besser. Solche habe ich dafür gemacht. Die sind noch nicht mit der Chimäre verbunden, weil ich die noch bemalen muss. Weil, wie gesagt. Addicted to Heizkleber. Grüße zurück, Josen. Grüße zurück. So. Ich kann ja. Ja, genau. Ich wollte. Heute super unkoordiniert. Ich wollte. Ist total cool. Jetzt könnt ihr meinen Arm sehen. Immersion Go. Wie ich Dinge tue. Bup, bup, bup.
Wo habe ich das denn hingepackt gehabt? Ich glaube, ich hatte das in die Kostüme und andere Basteleien mit reingestellt, das Bild. Ja, hatte ich. Wunderbar. Grafik anzeigen. Dann müsste ich das doch theoretisch hier einfach reinziehen können. Ja. Das sind die, die ich für das... Ich mach das mal größer. Das sind die, die ich für das Lab gemacht hatte. Das sind nicht alle, glaube ich. Nee, das sind nicht alle. Da fehlen noch ein oder zwei. Aber das sind die, die ich fürs Lab gemacht habe. Das zweite von links und das dritte von rechts sind beide in derselben Technik gemacht, wie die, die ich hier rumliegen habe. Es gibt tatsächlich für die Chimären, Moment, hatte ich für das Lab so coole Zertifikate fertig gemacht, die man dann mitbekommt. Und ich werde wahrscheinlich in dem Etsy-Store das so machen, dass man wählen kann zwischen zwei verschiedenen Zertifikaten, einem Drachenzertifikat für Dracheneier und einem für Chimären, wo man praktisch sich aussuchen kann, ob das ein Drachenei ist von der Drachenzucht oder ein Ei von dem von meinem Chimärencharakter. Aber ich habe zwei Charaktere, die beide viel mit magischen Tierwesen zu tun hatten. Auf dem ersten Lab habe ich einen Charakter gespielt, der eigentlich ganz anders geplant war, aber der dann am Ende eine super Faszination mit Drachen entwickelt hat über das Lab. Und der dann danach Drachenarzt oder Drachentierarzt, Monsterarzt, wie auch immer man es nennen will, geworden ist. Und ich dachte, wenn, den würde ich ganz gerne auch nochmal wiederbringen. Und wenn, dann gerne als ein... So ein Drachenschutzaktivist und sowas. Ob das nicht Probleme mit dem Zoll gibt. Tja, die Zertifikate sehen so aus. Die sind so richtig schön hier mit offiziellem Wachssiegel und allem. Jörg für magische Wesen, ungefähr so, ja. Ja. Und die kann man dann ausfüllen, da stehen dann so Sachen drin, wie was für magische Komponenten die haben, was für nicht magische Komponenten die haben, weil Chimären sind ja Mischtiere. Was für ein Geschlecht das hat oder ob es überhaupt eins hat, ob sie es fortpflanzen kann, wie groß das ist und wie schwer, also wie groß und wie schwer das ungefähr wird, was, wovon sich das ernährt, wie alt es ungefähr wird und halt der Name. Und dann habe ich halt so schön, oh, ich guck mal, ob ich das so nah rankriege, dass ihr das sehen könnt. Halt das Institute of Chimeristics. Ja, ich habe versucht, die möglichst offiziell aussehen zu lassen. Ich habe auch ein Zertifikat für meinen Charakter gehabt. Moment, das war so gut. Das stand bei uns im Gemeinschaftsraum. Moment. Dafür muss ich nämlich eben aufstehen und meine Heißklebepistole weglegen, sonst runter. Wunderschön, weil da das Kabel liegt. Schön eingerahmt und so. Im goldenen Rahmen. Mit dem Namen von meinem Charakter, für den er zertifiziert wurde. Und mit einer Prüferin, die dann da gewesen war. Ich hätte die eigentlich auch ganz gerne als NSC reingebracht, aber ich hatte null Zeit, deswegen, weil ich Haussprecher war. Und krank am Samstag. Ansonsten hätte ich die vielleicht als NSC reingebracht. Also eine NSC-Anfrage gestellt, dass diese Prüferin kommt, um ihn wieder zu prüfen. Das mache ich vielleicht, wenn ich ihn nochmal wieder hinbringe. Aber für die nächsten zwei College of Wizardry Labs bin ich wahrscheinlich schon ausgebucht, was Charaktere angeht. Dementsprechend wahrscheinlich erst auf Nibelungen 5. Also wie gesagt. Die habe ich hier stehen. Weil das zu geil ist. Jetzt muss ich die nur erstmal wieder wegstellen hier. Dass die mir jetzt nicht hier im Weg rumliegt. So. Jörg für magische Wesen. So. Ich reibe mir die Hände. Wo fangen wir denn mal an? Ich überlege gerade. Ich glaube, wir bemalen erstmal die beiden, die unten noch nicht grundiert sind, schwatt. Weil dann können die trocknen, während ich den Rest mache. Organisiert. Das wäre tatsächlich dann wahrscheinlich am ehesten... Sherlocks Charakter. Nein, mein Charakter hatte tatsächlich eine Freundin, wo wir uns dann später dazu entschieden haben, dass die wahrscheinlich später, also sozusagen im Prolog sozusagen, als das Lab später vorbei war, weil in 3 Tagen spielt es ja nicht deine ganze Lebensgeschichte aus,
wo wir gesagt haben, dass die wahrscheinlich heiraten und sie ihm bei der Arbeit hilft. Also in sich hat sie einen Igor. Nur einen hübscheren Igor. Miri bringt mich um. Weil mein Charakter war... Das war ein In-Joke geworden. Wir haben, ich, Sherlock und Jules haben ja drei Brüder gespielt. Und Aulu, unseren Onkel. Und am Ende hatten wir noch... Oh, lass mich lügen. Wir hatten noch zwei Cousins und eine Cousine. Und eine Tante. Und kurz nach dem Lab hat noch eine Halbfee bei uns eingeheiratet. War top. Ich liebe dieses Lab. Es war komplex. We need some black. Wir grundieren die einfach nur. Das ist jetzt nicht so mega spannend, aber ey. It has to be done. Das muss auch nicht perfekt sein, aber das Auge löscht halt schwarz raus. Das heißt, wenn ich irgendwo Lücken lasse oder so, dann ignoriert das Auge das gekonnt. Und das hilft uns. Das sind einfach so diese klassischen Styropor-Eier, von denen ich ausgehe. Der Vorteil ist halt, da muss ich nicht erst versuchen, eine perfekte iPhone zu modellieren. Die sind eine sehr gute Base für sowas. Wunderbar. So, das erste ist grundiert. Es kann dann mal hier hinten hin zum Trocknen. Dafür habe ich hier diese ganzen Becher und so stehen. Ich glaube, die beiden müssen jetzt hier mal hier weg. Mal, ich brauche das zum Ablagern. Nicht umkippen, habe ich gesagt. Bleib, wo du bist. Da muss ich jetzt gleich das andere hinpacken. Und dann könnt ihr mir auch mal sagen, ob ihr das generell chillig findet mit dem hier, mit dem Basteln, weil dann könnte ich Löffels Workshop reviven. Ich dachte, wir machen das heute mal so ein bisschen in Combo. Oder vielleicht sogar so eine Art, ich weiß auch nicht, so eine Art Combo-Format machen. Dass wenn ich solo sozusagen bin und keine Gäste habe, oder vielleicht auch wenn ich Gäste habe, dass ihr einfach nebenher buffte. Ich sollte das vielleicht ein bisschen drüber halten, damit ihr auch sehen könnt, was ich mache. Low. Low. Einfach die Familien erweitern, ja. Das war richtig geil. Der eine Cousin war nicht geplant. Das hat sich spontan auf dem Lab ergeben, weil der war total schräg. Und der war wohl praktisch, weiß er, eins von diesen Wechselballkindern, also die Kinder, die praktisch von den... Also, seine Story war, die wir dann spontan auf dem Lab improvisiert haben, dass er unsere Familie, so ein bisschen der Plot von unserer Familie war, dass es eine düstere Seite der Familie gibt und eine helle. Und Instant Fingerschwatt, I love it. Ich könnte theoretisch den Screen umdrehen. Das ist dann vielleicht ein bisschen trippy, aber dann sieht das aus, als wärt ihr First Person. Das kriegen wir hin. Wie müsste ich das machen? Müsste ich das so machen? Yeah! Yeah! First Person basteln. Finde ich gut. Oh nein, die sind, Leuchten, die sind damit verbunden für immer. Das ist tatsächlich relativ schwierig, die wieder abzukriegen. Bei diesem hier kann man das ganz gut sehen. Wenn ich die versuche, wenn ich da wo es hell ist, die hellen, da habe ich welche rausnehmen müssen wieder von den Dots, weil die unsauber waren. Und das reißt ein ganzes Stück Styropor mit raus, wenn ich das tue. Also selbst wenn ich die vorsichtig abschabe, das ist abgefahren. Das ist sehr schön, dass das gefällt. Das finde ich gut. Ich muss hier mal das Wasser sauber machen. Das ist so schwatte.
Ungefähr so schwatt, wie das bei euch auf dem Screen aussieht, ist es auch. Moment, da. Ich muss das gleich mal sauber machen. Ja, da kann der Pinsel erstmal bleiben. So. Wir können schon mal hier hin. Das sind nicht alle, die ich habe übrigens. Ich kann gleich mal meine Packung mit der Heißklebe holen. Und jetzt machen wir mit weiter. Schätze ich mal. So, dann setzen wir uns mal gerade hin. Schwerzer als der Kaffee, so ist es. Ich habe tatsächlich keinen Kaffee hier. Verrat, Verrat. Obwohl es Morgenkaffee heißt. Weil ich heute Morgen schon 4 Tassen getrunken habe, was meine leicht hyperaktive Art erklären würde. Deswegen tun wir uns heute mit... muss die Lampe? Mit O-Saft behelfen. Und Wasser. So. Und wie das funktioniert im Endeffekt... Gott, mein Kabel ist ein bisschen kurz. Heißklebepistole. Und das ist eine von denen, wie muss ich sie halten, damit ihr das sehen könnt? So. Da unten, damit kann ich die Hitze einstellen. Das ist eine von den Heißklebepistolen, wo man das einstellen kann. Das heißt, ich verbrühe mich nicht direkt, wenn der Heißkleber da rauskommt. Und der verbrüht auch nicht das Styropor. Und ich mache die einfach direkt da drauf. Also genauso, wie das hier aussieht. Also ich mache nicht irgendwie 30 Dots auf dem Papier oder so, sondern aktuell ist die Technik so, dass ich die tatsächlich einfach da so drauf dotte. Hoffentlich findet keine Verwechslung statt. Ja, das wäre in der Tat interessant und wahrscheinlich nicht sonderlich lecker. Und bei diesem hier, das andere, was ich momentan habe, ist, ich teste momentan auch Techniken aus. Bei diesem hier habe ich erstmal über das ganze Ei Dots verteilt und dann die Lücken gefüllt. Und bei diesem hier habe ich einfach oben die hingemacht. Der Unterschied ist, dieses hier ist ein bisschen, wenn ich es schräg halte, kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Die sind etwas unebener, also nicht so ganz eben. Und wenn ich es halt so mache, was länger dauert, sind die wesentlich glatter. Und ich bin momentan am Überlegen, was ich mache. Also welche Technik ich beibehalte für die Zukunft. Weil wie gesagt, das hier dauert wesentlich länger. Dafür sind die wesentlich ebener. Das hier geht viel schneller, aber dafür sind die Eier so ein bisschen Feld, Wald und Wiese unruhig. Das ist momentan so ein bisschen meine Problematik, nennen wir es mal. Aber ich glaube, ich mache dieses hier erstmal so weiter. Das ist vielleicht für euch nicht ganz so spannend, aber wir können gleich, wenn eins von den anderen trocken ist und hier Dots trocknen lassen, können wir ein zweites anfangen und da dann mal die andere Technik nochmal dran demonstrieren, die ich momentan nutze. Ich muss eventuell die Kamera tatsächlich ein bisschen näher an den Screen, also hier dran machen, damit ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Ich versuche das mal. Meine Hand zittert übrigens übelst dabei. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Und halt im Endeffekt... da ist jetzt sozusagen... da... wo muss ich es denn halten? Da ein dotloser Heißkleber. Und ich setze sie dazwischen. Der Rest ist halt in sich hin und her kippeln, dass er trocknet. Biete doch 2 Eier an. Bio und Bodenhaltung. auch nicht schlecht. Habe ich noch irgendwas, wo ich das draufstellen kann? Wahrscheinlich nicht. Ich habe auch noch ein paar richtig große. Da könnte ich gleich auch noch mal eins von holen. Ich habe welche, die nehmen fast diesen ganzen Tisch ein. Das wäre vielleicht sogar interessanter zum Angucken. Ich bin ja immer experimentierfreudig. Lagern wir das mal um. Habe ich irgendwas, wo ich das gut draufstellen kann? Wir schummeln jetzt. Du wirst jetzt mehrfach verwendet. Geht das mit dem Pinsel? Vielleicht ein bisschen zu linkslastig. Nein, das geht nicht, ohne dass ich den Pinsel da rausnehme. Geht das? Geht das? Geht das? Magst du das machen? Aha! Mal kurz gucken. Ich überlege tatsächlich, ob ich die Kamera... Enhance! Uff. So.
ist ja auch alles ein Lernprozess. Und dann kicken wir. Oh Gott. Wenn ich das jetzt so halte. Ha, besser. Viel besser. Wunderbar. Jetzt könnt ihr zwar die hübschen Eier und so am äußeren Rand nicht mehr sehen, aber das ist okay. Damit können wir arbeiten. Wie trocken ist es denn? Dann kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen so drin, dass die Seite mehr ist, weil ich... Wie mache ich das denn am besten? Da ist mein Computer. Ansonsten muss ich so... So? So ist, glaube ich, ganz gut, oder? Ja. Wir lernen. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, ich kann gleich noch mal eins von den Großen holen. Aber erstmal... Wie viel Stick habe ich denn da noch drin? Ja, genug. Theoretisch. In der Theorie. Ich versuche das mal zu lernen. Ich glaube, ich ziehe mir mal den Screen dahin. Kann ich besser checken, ob ihr noch sehen könnt, was ich mache. Oder ob ich vom Tisch rutsche. Wenn aus den Chimären ein Chimären schlüpfen. Was schlüpft dann aus? Hühner, die goldene Eier legen? Das ist eine gute Frage. Ich würde es wahrscheinlich generell so handeln, dass... Weil bei Etsy kannst du extra Notizen angeben, was für eine Kreatur du aus dem Ei haben willst. Dass du das praktisch angeben kannst, dass du das sozusagen so, wenn du spezifische Angaben auf der Urkunde haben willst, dann sozusagen, dass du das dann angeben kannst, oder ob du einfach nur eine blanko unterzeichnete haben willst, also wo praktisch die Unterschrift von meinem Charakter drauf ist unten, und den Rest kannst du selber ausfüllen. So werde ich das wahrscheinlich handeln. Und dann, ich kann ja mal gucken. Ich glaube, diese Lampe. Wie gehst du auf? Wie rum gehst du auf? Also rum. Die machen wir jetzt mal generell. So. Weil dann müsstet ihr das ein bisschen besser sehen können. Es ist halt einer dieser Dots. Das killt zwar. Moment. So. Indirektes Licht, haha. Jetzt wird es natürlich nicht scharf schalten, weil ich den Autofokus ausgemacht habe. Aber das können wir ja zum Glück alles beheben. Webcam Control. So sieht das dann aus. Haha! Enhance! Ja. So sehen die Dots dann halt aus. Ich muss aufpassen, dass ich sie nicht versehentlich da dran ditsche. Ja. So sehen die Dots dann aus, und worauf ich halt achten muss, ist, dass der Heißkleber nicht zu weit von den anderen Tropfen wegläuft, ansonsten hat man so komische Verlaufformen, die nicht sonderlich hübsch sind. Es hat irgendwie was, dass ich das so enhancen kann. Und dann. Bisschen trocken pusten. Das kann ich theoretisch hier hinstellen, dann könnt ihr das sehen. Wie sieht es mit den anderen aus? War nicht trocken. In der Zeit könnte ich muss ein bisschen aufpassen, dass er mir nicht runterläuft.
Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Kann ich, glaube ich, schon den nächsten setzen. Haha. Da muss man immer so ein bisschen drauf achten. Aha. Das ist eine sehr, sehr langwierige Art, aber man kann es sehr schön nebenher machen, was ganz nice ist. Krieg dich irgendwie gebalanced? Dass du mir nicht abschmierst? Yes, no, maybe. Magic. Genau. Was wir schon mal machen können nebenher, ist diesen kleinen Bagger schwarz grundieren. Weil ich mache sozusagen das Eischwatt, dann mache ich die Dots drauf, dann grundiere ich es nochmal schwatt und dann kommen erst Farben drauf. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich halt verhindern will, dass diese weißen... Löffel wieder mit seinen Eiern. Chris, du sollst arbeiten! Ich mache das mit dem Schwamm, weil dann verhindere ich, dass ich da Pinselstreifen drauf habe. Und vor allem kann ich den sehr gut in Löcher reindrücken und so. Der Grund ist, wie gesagt, damit man einfach keine hellen Unterflecken hat, die man so super sichtbar sehen kann. Deswegen grundiere ich gerne schwarz. Und da haben wir dann meistens ein, zwei Schichten, damit es auch wirklich deckend ist. Oha, Chosen, oha. Der Chris hat Mittagspause. Dann willkommen in der fröhlichen Bastelrunde. Untere Hälfte mache ich erst, weil die obere trocken ist. Und ich versuche halt jetzt schon möglichst in die kleinen Ritzen und so reinzukommen. Sehen sehr cool aus, wenn die dann schwarz grundiert sind. Das hat echt was. Chris will Eier als Mittagessen. Ja. irgendwo noch Löcher? Ja, da. Und so können wir in sich wunderbar multitasken. Ah, Handkrämpfe. Das Ding ist viel zu klein, ich schwöre das. Davon mache ich nicht viele. Die gehen zwar schnell, aber gut Gott! Gah. Instant Handkrampf. So, jetzt können wir hier wieder einen Dot machen. Das ist praktisch so Multi-Area-Arbeit. Ich muss mich daran gewöhnen, das über den Tisch mehr zu machen, damit ihr das auch sehen könnt. Ansonsten bringt das ja gar nichts, dass ich hier die Kamera an habe. Ich brauche noch was zur Stütze hier. Das hier? Macht das Sinn? Oh Gott. Ha! Magic. Ich glaube, so sitzt er ganz gut. Da verläuft er mir nicht in Richtung, wo ich ihn nicht haben will. Dasselbe kann ich schon mal mit den anderen Ecks machen, wo ich eh schon dabei bin. Der Gesichtswürfel sollte hier vielleicht weg. Wow, Chosen, wow.
Sieht super cool aus, ich liebe das, ja. Der Unterschied ist super faszinierend. Genau. Ja, oder ich kann es dann als Beispiel benutzen. Also dann sozusagen einfach die heile Seite oder so präsentieren. Der Vorteil ist, Moment, die sind hart wie Kruppstahl, nachdem da der ganze Heißkleber drauf ist. Komm schon. So. Leckeres Geräusch. Leckeres Geräusch ist das. Ich weiß nicht mal, ob ihr das gehört habt. Ja, und wie gesagt, das Coole an diesem Ding ist halt, dass ich so ein bisschen halt multitasken kann. Ich kann halt an mehreren Sachen gleichzeitig arbeiten. Das ist halt. Dadurch ist die Produktivität wesentlich höher. Natürlich auch ein bisschen sauige Arbeit, weil schwarze Farbe. Aber der Effekt ist halt super geil. Es gibt halt so Ecken, da muss ich extra fest reindrücken, damit ich auch ja. Da zum Beispiel. Damit ich auch wirklich alles abdecke und da nicht so hässliche Kleberänder bleiben, die nicht schwarz sind. Das Gute ist dadurch, dass ich meistens, oh Gott, zwei, drei Coatings mache. Jetzt kannst du, glaube ich, gerade bleiben. Dadurch habe ich meistens keine nicht schwarzen Stellen. Oh Gott, nicht! Abstürzen. Ich brauche die noch. Und vor allem sollst du meinen Tisch nicht einsauen. Die Freuden. Das geht theoretisch. Also machbar ist es. Es würde halt nur lange dauern. Du kannst es theoretisch auch machen, indem du zum Beispiel. Je nachdem, wie schwer sie sein soll, kannst du theoretisch auch Schuppen ausschneiden aus EVA-Foam und die dann mit einem Dremel halt dann noch ein bisschen anpassen und abflachen und so. Das geht theoretisch auch. Das üben wir nochmal. Da haben bestimmt schon Leute coolen Scheiß gemacht. Aber gehen tut das theoretisch. Es wäre nur sehr, sehr viel Heißkleber, den du dafür dann benutzen würdest. Aber machbar ist es. Der Vorteil daran wäre halt, an diesem hier, es hat halt eine sehr natürliche, also es sieht sehr natürlich aus. Halt wegen dieser leichten Unregelmäßigkeiten und so. Das gibt ja dieses echte irgendwie. Also gehen Tats definitiv. Du willst wahrscheinlich ein bisschen Flexibilität einlösen. Und es wird wahrscheinlich einiges wiegen, aber. Also nicht so viel wie eine Eisenrüstung, aber. Robust wäre es wahrscheinlich, wenn du es auch noch ordentlich überlackierst und so. Damit die Farbe hält. Ja, flexibel wäre es nicht mehr. Also es wäre dann wirklich wie eine. Also du müsstest es dann anlegen. Entweder du müsstest die einzelnen Schuppenpartien auf sozusagen so mehreren Flächen untereinander machen mit Scharnieren, dass es immer noch sich bewegen kann.
Oder du müsstest halt das Ganze angehen in sich wie eine Plattenrüstung. Aber gehen tät's theoretisch. Wenn du das Geld hast, kann ich dir eine machen. Ich hab schon Scheiß gebastelt, ihr. Das würdet ihr nicht glauben. Erster Code auch für dieses Ei. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Das kann jetzt alles mal trocknen. Bis die obere Seite trocken ist, dann mache ich die untere Hälfte. Jetzt kann ich wieder einen Dot setzen. Ist ja alles Multitasking hier. Und eventuell schon trinken. Wunderbar. Wunderbärchen. Ja. Naja, das wäre dann ja ein bezahlter Job. Ah, ist ja wahrscheinlich teuer. Teurer für dich, als wenn du es selber machst. Ich sollte mir vielleicht erstmal überlegen, wo ich das hin tue gleich. Dann tauschen wir das gleich mit dem da. Das passt dann. Mehr schwarze Farbe. Ich habe zum Glück noch eine zweite Packung. Leckeres Geräusch. Oh Gott. Fangen wir mal so, wie lange sitzt an einem der Eier? Das hängt halt von der Größe ab und davon, wie aufwendig ich die halt mache. Wenn ich die halt mit der unregelmäßigen Technik mache, da sitze ich abends während dem Quatschen vielleicht ein paar Abende dran. Also das hier ist die Hauptarbeit. Sobald das hier gemacht ist, geht's. Und man sieht ja, man macht einen Dot, lässt es liegen. Wenn das ist jetzt die regelmäßige Form, wo die ein bisschen glatter sind, die Dots. Bei diesem hier, da kann ich halt irgendwie 4, 5 Dots auf einmal machen. Wie gesagt, wir können gleich eins von den kleinen, die gerade am Trocknen sind, können wir gleich mal in der unregelmäßigen Form machen, dann seht ihr den Unterschied. Löffel bastelt Nerd-Eier. Hallo, ich will sonst. Dun, 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 dun. Was man soll es natürlich ansehen. Ja, es ist halt irgendwie, es hat halt sowas Eigenes. Aber ich dachte, ich mache auch eins von den etwas regelmäßigeren Eiern for fun. Nochmal. Das wäre vom Zeitaufwand so etwas wie ein Kettenhemd selbst zu stricken, also die ganzen Ringe selber zusammenzufummeln. Naja, dadurch, dass, wenn du es mit der unregelmäßigen Technik machst, bist du wesentlich schneller, als wenn du einzelne Ringe aneinander fummelst, weil du halt praktisch, wenn du, sage ich jetzt mal, so ein Plattenstück hast, dann kannst du das ja flach hinlegen und dann dot, 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 die alle trocknen lassen. Und dann Dots dazwischen setzen. Das heißt, das geht relativ schnell. Also es geht schneller als diese Technik. Wie gesagt, ich zeige gleich mal in einem von den kleineren Eiern die andere Technik, weil die geht ein bisschen zackiger.
Das ist nur die erste Schicht. Wir schichten gleich nochmal. Und ich mache dann meistens, also wie ich es bei den Eiern, die ich schon gemacht habe, angestellt habe, ist es halt so, ich habe zweimal schwarz untergrundiert oder dreimal. Nee, ich glaube sogar dreimal. Dann habe ich eine Farbschicht drauf gemacht, zum Beispiel grün in dem Fall von dem einen und blau in dem Fall von dem anderen. Und dann mit einer Metallic-Acrylfarbe bin ich da nochmal drüber gegangen. Moment. Ich ziehe die nochmal eben rein. Bei dem zweiten von links habe ich erst ist grün grundiert, also erst war es schwarz grundiert dreimal, dann grün zweimal und dann bin ich noch einmal so mit einer Drybrushing-Technik mit dem Kupfer drüber gegangen. Und bei dem dritten von rechts habe ich das gleiche gemacht, nur mit Blau und Gold. Das wäre theoretisch eine coole Idee. Man könnte auch überlegen, sich so grobe Gartenhandschuhe oder sowas zu holen. Und da praktisch wie so Scharniere drauf zu machen. Zum Beispiel wie heißt das Zeug? Aus diesem wie heißt denn das? Dieser Bastelschaumstoff, dieser ganz dünne. Da könnte man wahrscheinlich so coole Schuppen drauf machen, eventuell auf einem Lederband oder so, dass du dann mit dem Handschuh verbindest, dass du wie so Kettenhandschuhe hast und die dottest du dann so. Das wäre bestimmt cool für so eine Drachenkralle oder sowas oder so einen Drachenkrallenhandschuh. Das probiere ich vielleicht mal aus. Das könnte cool sein. Gute Idee, irgendein Typ. Gute Idee, finde ich gut. Wie gesagt, ich habe schon 4 Stück hinter mir. Ich bin schon hyper genug, wie es ist. Es muss jetzt nicht noch schlimmer gemacht werden. Deswegen, wie gesagt, heute ein Morgen-O-Saft. Mehr oder minder. Ich muss lernen, dass ich das ein bisschen mehr in die Kamera halte, damit das für euch interessanter ist. Wo war jetzt die Stelle? Da. Ich muss es jetzt ein bisschen ablegen, damit ich genug Druck ausüben kann. Umlagern. Oh Gott. Wie kriege ich dich da jetzt sicher hin transportiert? Eieiei, nicht umfallen. Gerade sitzen bleiben. Gerade sitzen bleiben. Wunderschön. So. Nun machen wir jetzt weiter. Jetzt können wir erstmal mit dir weitermachen. Und das Schöne ist, wie gesagt, die Multitasking-Sache. Habe ich denn noch? Da kann ich glaube ich schon mal 9 reinstecken hinten. Aha. So. Kurz meine Finger sauber machen. Ich könnte es fast noch ein bisschen. Jetzt enhance further. Es ist ja ein Werdeprozess hier. Tja, Chris. Die Nördlinger halt, ne?
Product Placement. Product Placement, no! Oh Gott. So, gucken wir mal, wie trocken ihr seid. Irgendwelche auffallenden Flecken? Nö. Die meisten sind ja auch langweilig. Miri! Solltest du dich nicht fernhalten von den ganzen Sachen? Was machst du denn hier denn? Da wird dein Freund böse. Hattest du ihm nicht Abstinenz versprochen? Oder schläft er noch? Dann willkommen. Bist du trocken? Ich würde mal sagen. Dann machen wir mal an diesem hier die schnelle Methode. Wow! Instant Abstinenz, Bro. Finde ich gut. Wie du siehst, die Chimärenproduktion ist im vollen Gange. Weiß gar nicht. Da. Viel Spaß bei der Arbeit, Chris. Und ich mache jetzt sozusagen gerade hier das aggressive Multitasking, wo ich irgendwie 10.000 Eier gleichzeitig mache. Weil natürlich, ich könnte auch noch das Riesige grundieren, aber ich glaube, für das habe ich kein... Ich habe hier nicht mal den Platz, das hier hinzutun. Für das habe ich hier keinen Platz. Aktuell, das machen wir gleich, wenn die anderen ein bisschen trockener sind. Deswegen machen wir jetzt dieses hier in der schnellen Technik. Das Einzige, was ich bei dieser Technik halt machen muss, ist, da darf ich es nicht aus der Hand legen, sondern muss es die ganze Zeit drehen, damit es nicht doof wird. Aber ansonsten verlaufen die halt, weil Heißkleber ist ja relativ flüssig. Und was ich sozusagen gerade mache, ist, die in sich in ihrer Tropfenform halten, dass die nicht einfach das Ei runterlaufen. Sieht so lustig aus. Ich kann gleich mal eins von den richtig großen holen. Also diese hier, die ich hier habe, sind in der Größe, ich habe hier 7, 12, 15. Das hier ist eins von den 12ern. Dann habe ich einen 20er und ein 35er Ei. Das ist gigantisch. Das hole ich, wie gesagt, gleich mal. Das ist wirklich Hinkelstein groß. Das ist, das muss man, das kann man richtig in den Arm nehmen. Das ist wie, was größer als ein Chihuahua ist, was ich sagen will. Ja, 35 cm Höhe. Das ist so ein richtiger Propper. Dagegen sind die hier süß. Wie gesagt, das hier ist 12. Das ist also über dreimal so groß. Das ist ungefähr dreimal so groß wie dieses hier. Das ist ein richtiger Propper. Davon habe ich zwei Stück.
Aber das eine benutze ich momentan so ein bisschen als War-Test-Zone für verschiedene Techniken, weil ich da ein paar von den Dots richtig abgefuckt habe und ich die nicht mehr abkriege, ohne alle abzureißen, und würde damit das Ei, glaube ich, zu sehr beschädigen. Deswegen benutze ich das aktuell als meine War-Zone, wo ich einfach irgendwelche Techniken dran austeste. Und das andere werde ich aber auch nochmal in diesem Season machen. Das wird aber mega lange dauern, weil das gigantisch ist halt. Das wird dann so eine Art Special-Sondereditions-Ding, wo du das halt kaufen kannst. Wir könnten das andere Schwatte, könnten wir gleich Gold lackieren, dann könnte ich daraus eins von den Blatteiern machen. Ich kann das aber mal hier reinziehen. Ich lasse das jetzt einfach hier und mache das nur unsichtbar. Wie das ganz links. Das könnte ich auch noch machen. Ja. Kann ich sehen, Leute. So. Sind die. Der Vorteil ist, sobald die so. Also das mal so. Wo ist meine. Geile Geräusche. Geile Geräuschkulisse hier. Irgendwo hier. Sobald die so. Ich muss mal kurz gucken, wo muss ich dich hinhalten, damit ihr das sehen könnt. Sobald die so milchig werden und noch nicht ganz hart sind, da kann man die so ein bisschen. So drücken, dass man die noch so ein bisschen in die Richtung schiebt, wo man die haben will. Das ist ganz geil eigentlich. Also man hat nicht total viel Spielraum, aber so ein bisschen. Und dann macht man halt mehr. Und wie man halt sehen kann, diese Technik geht wesentlich fixer. Ich muss es wieder kippen. Kipp dich nicht! Der Doktor läuft mir schon zu sehr raus. Schwerkraft. Wie gesagt, zu einem gewissen Level kann man sie während sie trocknen noch anpassen. Genau. Wie Kerzenwachs, so ein bisschen hat's die Konsistenz. Das einzige. Bleib einfach gerade, du doofe Nuss. Das Einzige, worauf man halt achten muss, ist, wenn es noch nicht trocken genug ist, dann passiert genau das. Wenn man es antatscht, ihr habt das jetzt wahrscheinlich nicht so gut gesehen, dann zieht man Fäden. Oder wenn man richtig Pech hat, zieht man so einen ganzen Faden lang hoch und dann muss ich den Dot komplett wegnehmen und einen neuen machen. Weil die ansonsten nicht mehr diese glatte Oberfläche haben, die dieses Schuppeneske ausmacht. Und das wäre schade. Aber wie man sieht, auf diese Art mache ich halt wesentlich mehr Dots in wesentlich kürzerer Zeit. Das ist halt dann, im Endeffekt ist das halt einfach eine Frage von Geschmack, welche Art man mehr mag. Wie gesagt, diese Technik dauert länger. Aber dafür sind die Dots halt glatter. Also die haben mehr so eine eingehende Oberfläche, während halt das hier, logischerweise, da die nicht aneinander gelegt sind, wird das ein bisschen unebener sein. Und die Dots laufen sozusagen nicht alle in die gleiche Richtung, weil ich nicht an einem Ort zentriert angefangen und mich dann runtergearbeitet habe, sondern oder raufgearbeitet, sondern kreuz und quer. Hi, Gleis. Ich muss mal eben kurz an meinen O-Saft. Bleib mal ein. Das ging ja auch, das könnte ich auch mal als Experiment machen auf meinem Warzone-Ei. Ist sozusagen Kleis, ja. Ich habe das gerade schon mal erzählt gehabt. Auf dem Lab, wo ich war, Ende Februar. Na, das ist schon. Disney kann ich jetzt noch so ein bisschen formen. Vielleicht doch noch nicht. Ah, doch. Das geht schon.
da hatte ich welche von diesen Eiern gemacht. Und die kamen extrem gut an bei den Leuten, die da waren. Und ich habe ungefähr, ich habe für mehr als 100 Euro, habe ich welche davon verkauft. Nach dem Lab. Und dann hatten mich Leute gefragt, ob ich nicht noch mehr davon machen könnte. Und oder ob ich nicht generell so ein bisschen so Lab-Props und sowas machen könnte. Und deswegen mache ich jetzt einen Etsy-Store auf in der nahen Zukunft, wo auch so ein paar andere Sachen geben wird. Da mache ich jetzt sozusagen so ein bisschen Lagerarbeit für, damit ich sozusagen nicht erst Produktion anfange, wenn Leute dann welche kaufen, sondern dass ich schon ein paar da rumliegen habe. Halt nicht jetzt irgendwie 30 oder so. Aber so halt so 10 Stück vielleicht, das in verschiedenen Größen, dass ich so ein bisschen Stock habe, wenn ich denn das erstmal öffne. Und wie man sehen kann, auf diese Art komme ich schneller voran. Aber das Ding ist halt einfach, man hat dann viel schneller solche Sachen, wo der Tropfen dann... Ich versuche das mal zu zeigen. Moment. Ich stelle es eben wieder scharf. Kamera freuen. Da könnt ihr das sehen. Der ist so... So. Der ist so ein bisschen verlaufen. Ich versuche das gerade mal. Wie zeige ich das am besten? Oder geht das in die andere Richtung besser? Da kann man es so ein bisschen sehen, der hintere. Die sind halt, die verlaufen halt zu den Seiten dadurch. Was nicht zwingend schlimm ist. Aber es sieht halt anders aus, deutlich. Hast du keine Angst, dass dir die Leute den Etsy-Store einrennen werden und du trotz Vorproduktion nicht mehr hinterherkommst? Ich werde explizit reinschreiben, dass, egal wann man es kauft, dass ich generell immer 2 bis 3 Wochen Arbeitszeit an einem Ei brauche. Hoffentlich hast du dann keine Kunden, die absolut keine Preisvorstellung haben, à la wie 50 Euro für ein bisschen Heißkleber. Ich bin Illustrator, ich bin an solche Leute gewöhnt. Du bezahlst ja nicht, nicht nur für die Materialkosten, sondern du bezahlst auch für die Zeit, die jemand aufwendet, um sowas zu machen. Dazu kommen Etsy-Gebühren, in meinem Fall Steuer. Weil ich bin ja angemeldeter Freiberufler, das heißt Steuer. Aber dafür kann ich von den Materialkosten kann ich dafür Steuer absetzen. Was immer top ist. Das heißt sozusagen, wenn ich welche von diesen Sachen kaufe, kann ich halt immer die Mehrwertsteuer mir zurückzahlen lassen sozusagen. Was ganz nice ist, gerade bei größeren Einkäufen. Also wenn ich zum Beispiel für 100 Euro... Jetzt total übertrieben, wenn ich für 100 Euro welche von diesen Eiern kaufe, kann ich mir ungefähr 20, ein bisschen weniger als 20 Euro, also 19 Euro kann ich mir in sich zurückgeben lassen. Ja, natürlich verstehen das manche nicht, aber das ist halt so. Das hängt von der Größe ab, Leuchtstern. Bei diesen hier, oh Gott, ich muss mal kurz gucken. Ich brauche ungefähr 4 Heißklebesticks für ein 12 cm Ei, meist eher 5, rechnen wir mal 5. Je nachdem, wo man seine Heißklebe kauft, ist Heißklebe teuer oder billig. Ich kaufe in großen Mengen, das heißt, es ist nicht ganz so teuer. Wie teuer war die Eier nochmal? Moment. Ich muss mal eben kurz auf meine Bestellseite gehen und das mal eben checken. Gib mir eine Sekunde. Das sind die 12 cm Eier. Die kosten ungefähr 2 Euro. Man kriegt die wahrscheinlich auch irgendwo billiger. Hi Sherlock. Wie gesagt, man kriegt die wahrscheinlich auch ein bisschen billiger. Das heißt, umgerechnet Materialkosten und ein bisschen Acrylfarbe, ich sag jetzt mal so irgendwo um die 7-8 Euro.
Hängt halt ein bisschen davon ab, welche Größe. Die großen sind wesentlich teurer, logischerweise, weil zum Beispiel die richtig großen 35 Zentimeter Eier, die kosten 10 Euro. Und da benutze ich ungefähr auch das, ja, gefühlt das Zehnfache an Sticks. Das heißt, die alleine, die großen Eier kosten ungefähr 30, 40 Euro in der Produktion, während diese hier halt billig sind. Und die ganz kleinen sind halt relativ preiswert, weil da kriegst du, glaube ich, irgendwie 8 Stück für irgendwie 1 Euro oder so hinterhergeschmissen, diese 7 Zentimeter Eier. Es hängt halt immer alles davon ab. Materialkosten plus Etsy-Gebühren, plus Steuern, plus Stundenlohn, plus Gewinn von x Prozent. Genau. Das ist halt im Endeffekt, ne? Dementsprechend, wenn die Eier schon ein bisschen was kosten, jetzt nichts Unrealistisches, aber ich muss halt, ne? Entweder ich mach's über Menge oder ich mach's über Qualität und Preis dann. Qualität oder Quantität sozusagen. Wenn ich es richtig anstelle, ja. Ich werde, wie gesagt, wahrscheinlich später auch noch andere machen. Wir können theoretisch aus dem anderen schwatten. Das können wir gleich mit goldener Metallic-Acrylfarbe einpinseln. Und wenn das hier trocknet ist, könnte ich daraus eins von den goldenen Blättereiern machen. Das ist vielleicht visuell ein bisschen interessanter zum Zugucken. Beitschausen. Ach ja, aber ich mag das irgendwie. Also dieses Basteln im Livestream, ich finde das irgendwie chillig. So. Wie trocken seid ihr? Ich kann ja mal mit dem Kleinen vorsichtig gucken. Einmal umarmt. Ah, sieht gut aus. Und hier sieht man halt... So. Moment. Wo sind meine Kameraeinstellungen? Gib mir die. So. Irgendwo hier. Wunderschön. Hier kann man halt ganz gut den Unterschied sehen zwischen schwattlackiert und halt dem normalen. Ich glaube, das ist ganz cool zum Angucken. Ich glaube, ich habe deine Frage überlesen versehentlich. Wenn du die kleinen machst, die so war, dass man sie öffnen kann, you know for reasons, Entschuldigung, ich hatte das einfach noch nicht gesehen, weil ich nicht die ganze Zeit auf den Chat gucke konstant. Das wäre halt ein bisschen mehr Arbeit, je nachdem, ob ich welche in dieser ganz kleinen Größe finde, die hohl sind. Also in dieser hier, das sind die kleinsten, wo ich das machen würde, weil alles darunter ist Quatsch. Wenn das auch noch öffnungsbar sein soll, das heißt, ich müsste das wahrscheinlich dann irgendwo in der Hälfte cutten, in eine Lasche einbauen, dass man es sozusagen aufklappen kann. Und das halt eventuell den Rand ein bisschen gezackt machen, dass das halt cool aussieht, wenn man das aufbricht. Je nachdem, ob ich davon halt hohle finde, weil bis jetzt habe ich nur welche gefunden, die halt voll ausgefüllt sind, weil das halt bei der Größe für Styropor mehr Sinn macht.
Und du wolltest da ja, glaube ich, diese Ü-Eier drin haben, ne? Hattest du gesagt. Ich müsste eins machen, um es auszutesten, sagen wir mal so. Um zu wissen, wie krass der Arbeitsaufwand ist, dass es gut aussieht und das macht, was du in sich damit erreichen willst. Ich weiß eigentlich noch nicht, warum du da eine Ü-Ei-Form drin haben willst. Es würde doch theoretisch reichen, wenn das hier aufklappbar ist. Im Endeffekt. Also, dass es wie ein Ü-Ei funktioniert, aber da, eigentlich musst du kein Ü-Ei extra drin haben. Du könntest direkt hier drin das kleine Tierchen verstecken. Dann würdest du dir, dann würdest du dir ein bisschen mehr Platz sparen in. Also, das wäre mein Vorschlag. Aber das musst du dir überlegen. Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe ja noch ein paar andere gemacht gehabt, visuell. Oh Gott. Wie lege ich dich da jetzt hin? Moment, ich muss das mal kurz hier auch alles umlagern. So. Das ist hier in Ruhe trocken kann. Wie trocken bist du denn? Die trocknen zum Glück relativ schnell, weil die Farbschicht relativ dünn ist. Also ich werde wahrscheinlich welche von den goldenen Blättereiern anbieten. Wie gesagt, ich muss mal auch gucken, was sich verkauft. Also diese hier sind natürlich visuell am interessantesten. Und die Reißzweckeneier, das Ding mit denen ist halt, es gibt schon viele andere, die anbieten. Da würde ich halt wahrscheinlich, sag ich mal, gegen Leute konkurrieren, die das schon länger machen und die wahrscheinlich wesentlich besser raushaben als ich. Das hier ist halt was ich noch nicht so gesehen habe. Also ich habe schon andere Leute gesehen, die Dracheneier machen, aber die sehen deutlich anders aus. Deswegen... Und das waren auch die, wo die meisten Leute Interesse dran hatten. Ich hatte leider nur zwei, die ich verkaufen konnte davon. Dementsprechend lege ich da jetzt gerade so ein bisschen den Fokus drauf. Vor allem auch, weil die mir Spaß machen. Aber die mit den goldenen Blättern sind auch ziemlich cool. Vor allem kann ich die auch in Silber, Rot, Weiß und Fliederfarben und so machen. Ich kann gleich mal das Große holen. Was Sherlock immer liebevoll als das Rocher-Ei deklariert. Das Rocher-Papier-Ei. Da können wir gleich ein kleines von machen, theoretisch. Oder wir können ein Moos-Ei machen, je nachdem, worauf ihr mehr Bock habt. Weil ich glaube, ich habe noch genug Moos für eins von den kleineren. So. Finger abwischen. Ich kann ja mal eben, ich wollte ja sowieso ein paar Sachen holen. Moment, da gehe ich mal eben kurz. Au, au, au. Knie gestoßen. Da gehe ich mal eben kurz das große Ei holen und was noch? Noch ein paar von der lieben Sachen. Das ist das Große. Es passt nicht mal im Ansatz hier in den Screen. Das ist wie gesagt das Warzone-Ei. Da bin ich nicht so richtig happy mit den Dots. Deswegen, da habe ich versucht, das ein bisschen zu fixen. Da sieht man, ich muss da richtig ranreißen, damit das überhaupt geht. Man sieht, wie gigantisch das Ding ist. Im Vergleich zu, ich halt mal meine Hand da so dran, wenn ihr so eine Idee kriegt.
riesig. Der Propper. Das sind die großen. Schmeiß ich dich denn mal hin? Leg dich mal einfach hier auf den Boden. Dann haben wir das Knisterei. Die sind relativ hübsch, finde ich. Das ist eigentlich ganz schniek. Visuell. Ja, das ist ein Football von der Größe, sogar ein bisschen größer. Die sind halt relativ moos. Ja, das ist wie gesagt ziemlich cool. Sonst können wir theoretisch gleich machen, weil davon habe ich noch genug, von den goldenen Blättern. Wo tue ich dich denn mal hin? Fütze dich mal hier hin. Ui, ui, ui. Der goldene Tannenzapfen, genau. Und dann habe ich noch dieses hier. Das ist auch ziemlich cool. Das Ding ist, das Lustige ist, dieses hier ist viel teurer als die anderen Eier, weil diese Schnüre hier, ich habe die noch nicht in billig gefunden. Die kosten, diese Schnur, die sich hier drum zieht, dieses Rankending, das kostet ohne Witz 6 Euro. Holy shit, ist dieses Plastikzeug teuer. Ja, aber es sieht cool aus. Das ist echtes Moos, übrigens. Sonst können wir auch machen. Ich habe nur nicht diese Schnur wieder. Die müsste ich dann erst kaufen. Aber das könnten wir dann theoretisch, da könnten wir das Ei Ferrero Rocher. Wir könnten theoretisch, ich glaube, ich habe noch genug. Vielleicht ein bisschen wenig. Ich müsste auch mal wieder Moos nachkaufen. Ich habe nur noch eine halbe Tüte. Weil ich musste Sherlock einmoosen vor dem Lab. Ja, die sind echt teuer. Und ich habe noch nichts Billigeres gefunden. Diese Schnüre, egal in welcher Größe, sind super, super überteuert. Das ist super krass. Ich gucke momentan noch, weil es sieht echt cool aus. Ne, das gibt dem Ei halt so richtig Profil. Aber es ist halt echt teuer. Nicht für das Moos, nur für die Schnur. Das Moos waren irgendwie 4 Euro oder so. Und da habe ich nur vielleicht ein Drittel von der Tüte verbraucht. Das Teure an diesem Ei ist definitiv dieses Zeug halt. Also es macht es halt interessant, das Ei visuell. Interessanter, finde ich. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Einzelstück in dieser Form bleiben, weil es halt einfach so teuer ist. Aber dieses hier werde ich wahrscheinlich... Ich weiß noch nicht, ob ich es verkaufen will, weil es eigentlich echt schön. Ich mag das eigentlich. Bei mir steht es momentan im Regal. Ja, die Ranken sind super teuer. Das ist einfach ridiculous. Das Schöne ist, bei diesem Ei hier konnte ich den Heißkleber nutzen. Das sieht dann so aus wie so... Ja, wie so Tau. Dadurch habe ich das dann schön befestigt. Es sieht halt cool aus, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt teuer. Und dann halt zu sagen, okay, für dieses Ei nehme ich, das ist zwar nur echt klein, aber dafür nehme ich irgendwie 60 Euro oder so, weil ich ja auch noch Stunden rein investiert habe, das ist halt echt bitter, ne? Weil, müsste ich nehmen, damit es sich lohnt für mich. Eigentlich sogar mehr. Und das ist halt, ne? Bis ich einen billigeren Anbieter gefunden habe oder wo ich das Zeug en masse kaufen kann, irgendwie an einer Schnur oder so, also so an einer Trommel und es dann dadurch billiger wird durch die Menge, bis ich das habe, ist dieses Ei halt nicht feasible für mich zu verkaufen, weil es wahrscheinlich niemand kaufen will für den Preis. Aber sieht cool aus. Dafür. Ist halt, deswegen muss ich halt momentan gucken, es ist halt Preis-Leistung, die Heißklebereier sind halt nicht so teuer. Wo tue ich das jetzt hin? Ich habe hier keinen Platz mehr. Alles ist voll. Und zum Beispiel halt diese... Zum Beispiel... Moment, ich muss das mal alles umlagern. Das goldene Rocher-Ei. Also der goldene Tannenzapfen. Zum Beispiel. Das Material... Dieses Zeug hier, das kostet ohne Witz 2 Euro die Packung. Und dieses riesige Ei... ist nicht mal die Hälfte von der Packung gewesen. Ist ein bisschen weniger als die Hälfte. Das heißt, hier habe ich in sich Material ausgegeben, 2-3 Euro für das Ei, ein bisschen für goldene Acrylfarbe und dann ungefähr 1 Euro für das Material. Schau mal Discord-Löffel. Ja, das habe ich schon gesehen, aber ich finde, das sieht nicht gut aus. Also die sieht halt super fake aus und zweidimensional. Also ich habe die schon gesehen. Ich habe mir das schon angeguckt gehabt. Das ist halt so... für die anderen... Wo ist XSplit? Da ist XSplit. Was er mir halt geschickt hat, ist in sich sowas. Das Ding ist halt...
ne, wenn man sich den Unterschied ansieht zu dem, was ich hier halt habe. Das ist halt billiger, aber es sieht halt eben auch billiger aus. Das ist halt das Problem, ne, das Quali-Problem. Weil das hier sieht wirklich aus von Vipen halt wirklich wie eine Pflanze und das halt eben halt wie Deko-Pflanzenzeug. Das ist halt mein Problem. Ich will ja auch eine gewisse Quali haben, das ist, Aber ich hatte genau dasselbe mir auch schon angeguckt. Sei gewahr, ich google das schon eine Weile. Und selbst für dieselben Preise, die das, was ich bezahlt habe, ist, selbst dafür bekommt man teilweise nur Schrott. Das ist halt total hart, da wirklich was Gutes zu finden. Und ich habe diese Schnur auch nur durch Zufall bei mir im Bastelladen gefunden. Das ist halt eben immer dieses Problem, ne? Quality versus... Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ne, weil das was man, Moment, das, was man meistens kriegt, ist halt das hier. Also dieses mit diesen super fake aussehenden Stielen. Ist halt schwierig. Ist halt schwierig. Weil das ist halt das, was mich dann immer so stört. Wie gesagt, da bin ich jetzt momentan so ein bisschen verzweifelt am Rumsuchen. Das Problem ist halt, an ganz vielen Stellen bewerben Leute halt Kunstblumen und sowas und Kunstpflanzen. Aber die sind halt meistens, da haben sie die dann extra von weit weg fotografiert. Und das Problem halt bei den Eiern ist, dass ich halt im Nahen immer noch viel Detail brauche. Und das ist halt das, was es schwierig macht. Entschuldigung, dass es so laut klickt. Ne, und ansonsten habe ich halt eben diese Hawaii-Blumen-Gefahr, dass es halt so dieses halt sehr zweidimensionale hat. Mein ewiger Kampf. Knister, 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 knister. So, das kann ich jetzt erstmal wieder weg. Wie gesagt, für eine Maus haben wir vielleicht nicht mehr genug. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Und ich müsste dann erst in die Stadt Neues kaufen. Naja. Ah, jetzt habt ihr einen Blick in meine Verzweiflung gesehen, die ich hab. Machen wir erstmal das hier weiter. Wo hab ich meine heißgelbe Pistole hingestellt? Hinter mich. Oh Gott, nichts runterschmeißen. Hier kann man es halt einfach sehen, ich nehme viel mehr Fläche in sehr viel kürzerer Zeit ein. Wie gesagt, es ist eine schwierige Thematik. Da bin ich, wie gesagt, auch immer noch am Rumsuchen, ob ich da vielleicht dann einfach mal durch pures Glück irgendwas finde. Wahrscheinlich muss ich in so Gartencenter-Outlets fahren dafür, halt wo das Zeug billiger ist. Das wäre mal was Interessantes zu googeln. Gartencenter-Outlet in RW. Das wäre doch mal interessant.
Das sieht immer lustig aus. Aber wie gesagt, ich muss mal gucken. Apropos, ich hatte noch nach etwas größeren Eiern gucken wollen. Wie hoch seid ihr denn? 20 cm. Das wäre doch noch eine coole Zwischengröße. cm kostet das Ei zum Beispiel schon 5 Euro. Was ich zum Beispiel gesehen hatte, war... Moment. 2 cm ist mir zu klein. Da kriegst du ja nichts hin. Da kriegst du ja 3 Dots drauf und dann war es das. Also da fehlt mir die Quali. Quali, was glaube ich? Also das ist keine sinnige Größe für mich. Das bringt nichts. Weil bei diesen hier ist das schon eher, also ich finde, hier geht schon so ein bisschen die Tiefe verloren. Und das sind, also das ist die kleinste Größe, die ich mache. 2 Meter, also 2 Meter. Das wäre interessant, ob es das gibt. Gott, du machst mich jetzt gerade neugierig. Ich überlege gerade, ob ich das googeln soll. Das ist eine gute Frage, irgendein Typ. Was hast du damit vor? Und wie wollen wir das transportieren? Dann musst du aber den Hänger bezahlen, den wir mitnehmen, um das auf das Lab mitzuschlören. Das Monsterding. Erstmal haben. Nächstes Jahr meine Mutter zu Ostern schenken. Boah, shit. Alter. Das ist, ja. Ich weiß noch nicht, ob deine Mutter sich da freuen wird. Da bin ich mir ja noch nie so sicher, du. Wieder am Trägnen. Und hier, man sieht das halt, die drehen sich halt in alle möglichen Richtungen. Egal, wie viel ich darauf achte. Im Vergleich zu, oh Gott, diesem hier. Ne? Also die Art von Musterung wird einfach unterschiedlich sein. Da komme ich nicht drum rum. Oh Gott. Bei dem anderen, bei dem ordentlicheren kann ich gleich nochmal einen Dot machen. Wow, Sherlock, wow. Am besten in so einem Bunny-Kostüm. Um deine Mutter vollends zu verwirren.
Genau, ich wollte das ja mal eben kurz googeln. Styropor-Ei. 8 cm hohl. Mal gucken. Die sind alle gefüllt. Das wäre jetzt die Frage, Sherlock. Willst du eher von der Größe halt sowas haben? Ne? Was so handgroß ist? Oder willst du lieber ein bisschen was Wuchtigeres haben? Also noch eine Nummer kleiner als dieses hier, das ist ja 12. Vielleicht eher 10. Also das hier sind 12. Welche Docks sind noch dran? Der Unterschied ist so krass. Dieses hier ist 7 oder 8, ich glaube, das ist 7 sogar. 7 cm und das ist 12. 10 wäre vielleicht interessant. Das ist irgendwo so mittig zwischen den beiden in der Größe, weil das hier ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber die hier sind vielleicht ein bisschen zu klein. Das musst du mir aber sagen. Die Pen and Paper Runde rückt an. Dann viel Spaß! Da wirst du halt eben die Thematik haben, mit was du da reingestopft kriegst an Tiergröße. I like. Ich mag die Größe. Aber sie sind ein bisschen frickelig beim Machen, weil... dass so diese Größe ist, wo ich so prädestinierten Handkrampf von kriege. Aber es sieht visuell ganz nice aus. Und welche Farbe sollen die dann haben? Türkis-Silber? Oder willst du verschiedene Farben machen? Du wolltest die nur für die Primana machen, die dann aufgenommen werden. Also so 7, 8 Stück. Man könnte, also ich sag mal so 7 Stück. Vielleicht 8? Oder willst du wirklich für jeden aus dem Haus eins haben?
geht immer. Das ist wahr. Da freut sich Sunny. Weil man könnte drüber nachdenken, ob ich vielleicht auch nochmal gucke, ob ich welche mit 9 cm Höhe finde, dass man irgendwie tatsächlich, weißt du, verschieden große macht, also dass irgendwie die kleinsten 8 sind und die größten 10, dass die so ein bisschen unregelmäßig groß sind. Also dass du praktisch welche hast, weißt du, so, dass jeder sich eins aussuchen kann, effektiv. Ne? Dass du welche hast, die so sind und welche, die im Tacken kleiner sind als das hier. Weißt du, dass die halt, die gerne ein bisschen was Handlicheres, Großes haben und dunkelbunt. Ne, dass du so ein bisschen die Wahl hast im Endeffekt. Jetzt habe ich eigentlich nur 2 gemacht. Weil das hätte dann, glaube ich, das sähe dann visuell interessanter aus, weißt du? Wenn die verschieden groß wären. Da müssten dann halt eben die Viecher, die in diese hier reinkommen, entsprechend winzelig sein, weil denk dran, das hier schon mit aufgearbeitet mit den Dots, das ist ja noch kleiner. Du hattest die Kleinen ja schon in der Hand. Wenn ich die halt noch aushülle, ne? Da ist halt, wird halt nicht viel Platz drin sein, da müsst ihr euch überlegen. Also viel größer als die Schrettchen vom letzten Lab dürfen die Dinger eigentlich da nicht sein, die in den Kleinen sind. Das müsst ihr euch halt euch überlegen. Ich kann euch natürlich da auch was basteln, aber, ne? Genau. Ja, kurze Erklärung. Auf dem übernächsten College of Wizardry will Sherlock zusammen mit einer anderen Spielerin Haussprecher von Haus Grimm sein. Und will halt praktisch den Primanern sozusagen so Kreatureneier zum Ausbrüten geben. So dieses klassische Achte auf dein Ei. Ne, so diese Verantwortungsspiele und so ein bisschen machen. Und dass dann da aber wirklich was Kleines drin ist, was ausschlüpft, sozusagen. Und es geht jetzt nur um Logistik. Es wird trotzdem ein bisschen was kosten. Also stell dich darauf ein, Sherlock, weil ich da halt auch eine ganze Weile dran arbeiten werde, gerade wegen dem Auskratzen und so, weil es halt keine Hohlen gibt. Ich habe das gerade mal gegoogelt. Oder ich habe auf jeden Fall keine gefunden. Die großen gibt es halt eben als Halbschalen, aber halt 8 cm gibt es, glaube ich, nicht als Halbschale. Das wird vielleicht eng, je nachdem, was das für welche sind.
guck gerade mal. Also so ein bisschen, wie es aktuell aussieht, fangen die Hohlen, also die wirklich hohl sind, erst in dieser Größe an. Soweit ich das gerade sehen konnte. Ich glaube, 12 ist tatsächlich das Kleinste, wo sie die Eier hälfteln. Aber selbst da nicht bei allen. Also diese hier sind zum Beispiel, die sind definitiv hohl, aber die sind schon zusammengeklebt. Also ich würde mal behaupten, dass die hohl sind. So wie die sich anhören. Also die könnte man eventuell in zwei Hälften sägen oder vorsichtig schneiden mit einem Messer und dann halt sozusagen eine etwas unregelmäßige Kante da reinmachen. Also wahrscheinlich dann mit einem Cutter oder so oder hier mit sowas. Wir können ja gleich mal eins sezieren. Ich habe ja noch eins. Das hier könnten wir ja mal sezieren. Und mal einen Fantest machen. Weil hier passen Schlüsselanhängerstofftiere halt hundertprozentig rein, selbst wenn ich das auskernen muss. Bei den ganz kleinen ist halt eben das Ding, die sind zwar handlicher, aber das. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Aber das Ding hier ist halt eben, die sind definitiv nicht hohl und da werden wir definitiv Verlust haben. Wenn ich das für dich mache. Diese hier kosten zwar ein bisschen Tacken mehr. Von den Materialkosten her, aber du hast halt die Sicherheit. Das hier sind 12 cm, diese hier. Und das sind halt 7 oder 8. Das Coole ist halt, hier haben sie auch wirklich was in der Hand gefühlt. Und die meisten Schüler haben ja eh eine Tasche. Aber das musst du dir im Endeffekt überlegen. So, Sip, kannst du dann ja mal probieren. Früher habe ich Styropor immer mit der Heißklebepistole bearbeitet, also mit dem heißen Eisen vorne dran. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt. Es geht. Also, diese Spitze ist vielleicht nicht optimal dafür. Aber es gibt heiße Messer, die kann man sich kaufen. Die sind speziell dafür gemacht. Weil das würde ja das Spiel dann damit so ein bisschen verstärken, im Endeffekt. Und die hätten halt wirklich was so ein bisschen, wo sie mitarbeiten können. Ne? Die wären dann ungefähr so. Ne? Wie gesagt, ich kann sie theoretisch noch eine Nummer kleiner machen, aber bei denen weiß ich halt nicht, ob die dann noch hohl sind oder ob die voll sind. Weil bei diesen hier glaube ich, dass die hohl sind. 1000 Grad, nein, versus Styropor-Ei, exakt. Das schneidet dann wie Butter. Wir können ja, wie gesagt, gleich mal dieses hier sezieren. Ja, aber der Heißkleber wird die wieder stabilisieren, weil die Dots sind ja miteinander connected. Ich könnte wahrscheinlich sogar bei diesen hier den Styropor innen wegkratzen und die würden dieselbe Form behalten. Genau, Iron Man Panzer. Erst solche ist überraschend hart. Wenn das trocken ist. Also es ist echt bombenfest. Der Scheiß. Alternativ. Moment.
Wir könnten theoretisch sonst mit den Plastikeiern arbeiten, weil die sind definitiv hohl. Da habe ich das allerdings noch nicht versucht, das hier. Das müssen wir dann ausprobieren, ob das klappt überhaupt. Oh, Heißkleber ist echt bitter. Also das Zeug ist eine Wucht. Deswegen arbeite ich ja so gerne mit dem. Also die abzumachen von dem Styropor, die sitzen wirklich extrem fest. Also da müsste ich Styropor mit abreißen, um die abzukriegen. Das ist echt der Wahnsinn. Hier sind mir die Tropfen ein bisschen verlaufen. Aber da können wir später geschickt drumherum bauen. Bisschen zu dingsig. Muss ich dich nochmal abnehmen oder geht das noch? Den muss ich glaube ich nochmal abnehmen. Da sieht man das. Wenn ich den abnehme, reißt das schon. Und der war noch nicht ganz trocken. Das reißt dann immer schon Zeug mit. Das ist mal der Wahnsinn. Zum Glück tangiert uns das ja peripher. Oh, die anderen beiden sind schon trocken genug. Passiert. Ich kann das Ei jetzt erstmal noch ein bisschen rumtrocknen, dann gehe ich jetzt erstmal wieder an das Ordentliche ran. Bleib gerade. Schön. Heißkleber ist ziemlich cool, aber das Ding ist halt eben, was mich so ein bisschen stört, ist, man kann ihn nicht abschleifen, weil er zu rubbermäßig ist. Oder auf jeden Fall habe ich noch keine gute Möglichkeit gefunden. Ich wollte nochmal mit dem Dremel dran rumtesten, tatsächlich. Also Dremel. Dremel. Ja, wie gesagt, dieses hier dauert ein bisschen länger, aber dafür sind halt die Dots wesentlich ordentlicher. Ich mag beide Techniken. Die eine geht halt einfach nur schneller. Ich weiß nicht, es ist irgendwie meditativ auf seine eigene Art. Ich kann ja theoretisch mal, während das hier trocknet. Moment. Können wir dieses hier mal sezieren. Was mit den Plastikhalbschalen ist vielleicht klüger, Sherlock. Jetzt ist die Frage, sezieren wir das oder machen wir daraus heute noch ein anderes? Wir können ja noch einen wütenden goldenen Tannenzapfen daraus machen. Weil ich glaube tatsächlich, Sherlock, für das, was du vorhast, sind die aus Plastik klüger. Das Einzige, was daran schade ist, dass die halt längs aufbrechen und halt nicht mittig. Ne? Also sie sind halt nicht wie Ü-Eier. Es sei denn, ich finde eine Möglichkeit, wie ich die in der Mitte durchgesägt kriege und verklebt die dann sozusagen. Hochcaps.
Das Schöne daran ist, das wirkt, als wenn du einfach nur genervt wärst mit meinem ständigen... So dieses... Wo soll ich das wissen? Ich bin kein Künstler, du dumme Nutte. So ein bisschen so wirkt das. Großartig. Sieht immer so ein bisschen lustig aus. Aus meiner Perspektive sieht das unglaublich lustig aus, wie ich das hingelegt habe. Es lehnt übrigens nicht da drauf, auch wenn das aus der Perspektive so aussieht. Da ist gut so ein so Stück Abstand. schwierig. Überlege ich mir gleich. Erstmal können wir dieses hier nochmal von unten weiter grundieren. Nicht auf den Tisch. My favorite sounds. Ah. Komm schon. Ich weiß, dass da noch mehr drin ist. Wunderschön. Wo ist mein Lappen? Da ist mein Lappen. Komplett ums Einsauen werde ich von dem Tisch nicht rumkommen, aber ey. Ja, nicht rausbrechen, sondern was ich halt gedacht habe, ist, die öffnen sich halt längs. Und wenn ich dann die sozusagen die beiden Hälften jeweils quer noch einmal trenne und dann die sozusagen die beiden unteren connecte und die beiden unteren connecte, das ginge theoretisch. Muss ich mal kicken. Ganz rechts. Moment. Ich muss das hier mal eben kurz stabilisieren. Wie könnt ihr das am besten sehen? Das da? Das ist eine Karoffel mit Wasser. Und darunter liegt einfach nur ein Notizbuch. Das brauche ich zum Zeug ausspülen und wenn ich Durst habe, ist es einfach nur Leitungswasser. Wieso habe ich mir eigentlich so viel von der Farbe dahin gekleckst? Kann mir das mal einer verraten? Dieses ist jetzt trocken. Das kann da erstmal runter. Du kannst einen Platz aufrücken. Oh Gott. Was bewegt sich da so? Oh Gott. Alles stürzt ab. Nicht abstürzen. Bleib, wo du bist. Danke sehr. So. Wir können ja mal das Große machen. Jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich das gleich hin tue. Ich weiß wo. Geht das? Yes, das geht. Wunderschön. So.
Sollte mir vielleicht mal angewöhnen, das mehr in die Kamera zu halten. Das Coole ist hierdurch, ich war jetzt gerade ein bisschen leise, weil ich mich gerade konzentrieren musste. Das Coole dadurch, dass wir das streamen, ist, dass ich ordentlich Headway mache, weil ich halt einen Grund habe, sag ich mal, richtig aktiv zu arbeiten. Das ist schön motivierend für das hier. Was genau die Schuppen sind? Das ist Heißkleber. Also die sind nicht draufgeklebt in dem Sinne, die sind sozusagen draufgeheißklebert. Hast du beim Stream nicht zugeguckt? Nein. Alles gut. Also es ist einfach Heißkleber. Und dann halt sozusagen so hingedottet, dass die so eine Schuppenform haben. Schön langsam und careful. Drehen. So. Da unten bin ich gerade. Ich muss das so ein bisschen anders halten, damit ihr das so gut noch sehen könnt. Ich auf die Idee gekommen. Wie war das nochmal? Ich habe an den Füßen für die Chimäre gearbeitet und habe halt damit rumexperimentiert, weil so Vogelfüße haben ja so ja auch so was Schuppenartiges oder drunter, so eine Schuppenkonsistenz. Und ich habe halt versucht, die mit Heißkleber zu machen und das sah gar nicht so schlecht aus. Aber weil ich die großen Schuppen mit so Bastelschaummatten gemacht hatte, war das zu dick im Vergleich. Aber dann dachte ich so, oh, das sieht eigentlich ziemlich geil aus. Ich könnte das ja mal versuchen für die Chimäreneier. Und dann habe ich das einfach mal an einem Ei ausprobiert. Das war das Kupfern- und Grünfarbene, das ich zwischendurch gezeigt habe. Und das sah tatsächlich ziemlich cool aus. Und dann habe ich noch ein zweites gemacht. Das ein bisschen kleiner war und da habe ich so gedacht, oh, es sieht echt nice aus. Und die kamen, wie gesagt, auch mega gut an. So, das kann ich jetzt erstmal trocknen, weil die unten, das kann ich gar nicht zeigen, ohne dass ich oben die bemalte Fläche antatsche. Ich lasse ja mal unten ein bisschen Luft, damit es dann in Ruhe trocknen kann. Huzza! Ich mache noch meine Finger sauber. Ah!
Ach ja. Oh, erstmal meine Hand knacken lassen. So, jetzt können wir, glaube ich, bei diesem hier weitermachen. Ja. Es gibt verschiedene. Ich glaube, warum man das macht, ist, weil man, also man nennt das im Film, nennt man das Shorthand. Das ist zum Beispiel, das ist so ein bisschen dieses, Leute assoziieren Drachen mit Schuppen. Und dementsprechend ist es am einfachsten, einfach nur ohne explizit im Text zu sagen, was es ist, einfach nur relativ schnell zu symbolisieren, was drin ist. Deswegen zum Beispiel, wenn man sich verschiedene Fantasy-Sachen ansieht, wenn die Eier da dargestellt werden, sind die meistens sehr ähnlich dem, was später bei rauskommt. Also sind blau, wenn das Tier, das später rauskommt, blau sind, etc. pp. Das ist einfach nur, wie gesagt, Visual Shorthand. Damit man schnell ohne Exposition zeigen kann, was drin ist. Und im Fall von meinem Charakter war es halt so, die Eier waren nicht wirklich Eier, sondern die waren in sich sowas wie magische Artefakte, die er benutzt hat, um die sozusagen fusionierten Tiere da drin sozusagen zu inkubieren. Das heißt, er hat die so gemacht, weil er es mag. Und nicht, weil das irgendwelchen logischen Sinn macht. Weil kein Tier hat die gelegt, sondern die sind halt künstlich. Genau, und es macht, und es zeigt halt eindeutig, Und zeigt eindeutig, dass es keine normalen Eier sind, sondern Fantasy-Eier. Ich hatte auch eins, das im Dunkeln geleuchtet hat. Das war sehr fesch. Moment. Das finde ich bestimmt, das Bild. Da habe ich auch noch Farbe für. Das war sehr fesch. Das wurde mir auch abgekauft. Da. Aber das war keins von den Schuppeneiern, sondern das war mehr so, das war dieses ganz, ganz rechts. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, eins von den bemalten Eiern ist mir gerade abgestürzt. Moment. Ah, alles stürzt ab. Wie zum Teufel bist du entkommen? Magst du mir das mal erzählen? Aber zum Glück warst du schon relativ trocken. Lass liegen, tritt sich fest. Ihr habt ja wohl einen Schuss nicht gehört. So. Ja. Jetzt habe ich es woanders schon gelegt. Jetzt gibt's Rührei zum Mittag. Sophien, haltet es! Genau. So. Ja, wie gesagt, I did different kinds for fun. Nein, ich wollte das nicht renamen, ich wollte es löschen. So. Und wie man sieht, diese Technik geht halt schneller. Nicht extrem schneller, aber halt ein bisschen. Und durch die speichere ich halt ein bisschen Zeit. So.
Ich drehe es gerade nur, dass die Tropfen so ein bisschen wieder mal nicht komplett in eine Richtung verlaufen. Bum-budum. Das Ding, wie gesagt, bei dieser Technik muss ich es zu einem gewissen Level in der Hand behalten, um es halt zu drehen langsam. Bis sie trocken genug sind. Und manchmal ein bisschen drauf pusten. Fliegenden Wechsel. Ich kann das weiter trocknen und ich kann weiter an dem ordentlichen arbeiten. Könnte wahrscheinlich. Das Problem ist nur, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die nicht irgendwie kacke ist. Also wo ich trotzdem immer noch viel, sag ich mal, Kontrollaufwand aufwenden muss. Das Problem ist halt, ich habe es schon vorsichtig versucht mit einem Föhn, nenne ich das jetzt mal. Oder also nicht mit, also mit einem auf kalt eingestellten Föhn. Das Problem ist halt, die meisten Föhne haben dafür nur einen Knopf zum Kaltmachen. Und das andere Problem ist, das schiebt den Heißkleber in Richtung, wo ich ihn nicht zwingend haben will. Das heißt, ich muss die ganze Zeit trotzdem drehen und dabei bleiben. Da habe ich noch keine gute Möglichkeit gefunden. Ich musste irgendwas haben, was das Ei halt festhält, wirklich. Also ich habe noch keine gute Möglichkeit gefunden. Ich bin momentan am Gucken. Ja, dafür müsste ich aber andauernd aufstehen und zum Kühlschrank gehen und es wiederholen, sobald 2, 3 Dots trocken sind und so. Das ist halt nicht so super effektiv für mich. Da kann ich besser an 3, 4 Eiern gleichzeitig arbeiten und an jedem immer ein paar Dots machen. Das hat auf kurz oder lang mehr Effekt. Wie man halt sieht. Nicht, dass ich es bis jetzt wüsste. Ich müsste mal googeln. Also ich weiß, dass es farbige gibt und schwarze, aber die schwarze ist mega teuer im Vergleich zu dieser hier. Ich glaube nicht. Moment. Transparent Hot Glue.
Es gibt Glitter Hot Glue Sticks, wo schon Glitter drin ist. Die kosten nur mehr, wesentlich mehr als die normalen und gibt's meistens nur in einer dünneren Durchmesserzahl als die ich benutze, weil ich habe eine 11 mm Glue Gun und die meisten von diesen Glitterdingern sind 8 mm. Also das hier sind 11 mm, das sind 8 mm und die passen hier halt nicht rein, die würden nicht halten. Da kriegt das Ding keinen Grip und kann das halt nicht vorne reindrücken durch dieses Grip-Ding. Das wäre halt für uns eher meh. Das Ding mit dem Glitter wäre halt, der würde halt untergehen, weil ich die Eier ja sowieso grundiere. Also selbst wenn ich die da mit anderen Farben bemale, der Glitter würde halt leider untergehen. Da müsste ich mir dann was zu überlegen. Da kann ich besser später Glitter drüber machen und dann mit einem Lack drüber gehen. Eventuell. Aber wie gesagt, der ist sehr teuer. Heißklebe, Glitzer. Mal kurz gucken. Ja. Moment. Ey. Es gibt halt hier solche. Ja, das Problem ist halt, dass ich ja grundiere, nachdem die Dots aufgetragen sind. Es ist halt, wie gesagt, es ist schwierig. Das Einzige, also ich müsste mal welche davon holen und das mal austesten. Wie die aussehen. Man könnte es vielleicht machen, weil die sehen relativ aus... Moment, gibt es irgendwie eine Aufnahme von, wie das aussieht, wenn man das verteilt hat? Das Problem ist, man kriegt halt meistens nie genug von einer Farbe, ohne dass es richtig teuer wird, dass man damit vernünftig was machen könnte. Da müsste ich dann halt immer direkt 4-5 Packungen holen. Weil da sind immer nur 4-5 Sticks drin und das ist eins von den kleinen Eiern. Also von den 12 cm Eiern. Das ist halt so ein bisschen... Wie sieht das denn hier aus? Da sind es auch wieder nur 5 von jeder Farbe. Das ist halt so ein bisschen doof. Also das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte, wäre halt mal ein Testpack zu kaufen. Mal ein paar kleine Eier damit zu machen. Und die vielleicht mal mit einer Drybrushing-Methode dann mit einem Metallic oder so drüber zu gehen, dass die so ein bisschen so gealtert aussehen. Das ginge vielleicht. Das eine nimmt langsam Form an. Das andere auch. Wie spät ist es überhaupt? Boah, schon so spät, Alter. Wie man sehen kann, das füllt sich jetzt langsam. Moin Moin! Alles gut?
Wie gesagt, ich könnte es mal austesten. Mit dem Glitterzeug. Welche Größe habt ihr denn? Das sind schon wieder 7 mm. Ich brauche größere. Ich brauche 11. Wie teuer seid ihr denn dann? Toll. Und das sind mal wieder welche, wo man sich die Farben nicht aussuchen kann. Das ist halt das, was mich da so ein bisschen ankotzt bei den Glitterdingern. Dracheneier. Wir haben hier ziemlich viele davon. I got a lot. Wir arbeiten gerade so multitaskingmäßig an mehreren, während ich Dinge auf Amazon suche. Hier ist auch noch ein kleines. Und da in die Richtung ist ein sehr großes, das gerade trocknet. Und währenddessen machen wir gerade neue. Welchen Durchmesser habt ihr denn? 15 Farben bringt mir nicht so viel. Sagt mir den Durchmesser. Ja, schon wieder nur 7 mm. Das ist halt das Problem. Die wollen halt mega viel Geld für die dünneren Sticks. Die fertigen sehen so aus, wie das zweite von links und das dritte von rechts. Am besten gleich vorstellen. Ja, wie gesagt, die werden made to order sein. Das ist halt ein Shorthand für, die werden gemacht, so, also sozusagen, ich fange an offiziell zu arbeiten, sobald der sozusagen gekauft wurde. Dadurch habe ich das Problem nicht, dass wenn mein Lager gerade leer ist, dass ich ein Problem habe. Welche Art Chimäre ist das denn? Und die sehen echt gut aus. Dankeschön erstmal. Es wird so, wo habe ich die hingelegt? Es wird so, du kriegst praktisch so eine Urkunde mit, dann, also wenn du das möchtest. Du kannst entweder eine haben für eine Chimäre oder für einen Drachen. Und entweder du kannst dann sowas sagen wie, füll das random für mich aus, oder du kannst Infos angeben für so, ich guck mal eben kurz, ob ich das hier so hinbekomme. Ja, ist das falsch schon? Warum muss ich das halten? So muss ich das halten. Das ist jetzt natürlich spiegelverkehrt. Da steht halt Institute of Chimeristics, Creation Certificate, this document certifies that, Name der Chimäre, existence is in compliance with the Institute of Chimeristics rules and regulations at the time of creation. The Chimera is an amalgamation of the species listed below. Und dann hast du einmal magische und nicht magische Komponenten und dann so Infos wie Hatzengeschlecht, kannst du dich fortpflanzen. Wie alt wird es ungefähr, wie groß und wie schwer wird es ungefähr und was frisst es und andere wichtige Informationen und dann Datum und Unterschrift des Käufers und Unterschrift des Herstellers und ein schönes Wachssiegel. Und ich werde dann wahrscheinlich mir, weil für diesen Charakter hatte ich eine Biene. Bees. Werde ich mir dann nochmal ein anderes Wachssiegel holen, wahrscheinlich mit einem Drachen oder sowas drauf oder mit einer Kralle und dann in einer anderen Farbe die Wachssiegeln, das ist je nachdem halt, was für eine Urkunde man haben will, die halt richtig unterschiedlich aussehen und das Ganze wird natürlich beim Drachen unterschiedlich sein. Das ganz links, das habe ich sogar hier, das ist riesig groß. Hängt von der Größe ab. Tatsächlich nicht so teuer.
Dieses hier ist, oh Gott, lass mich lügen. Ich glaube, das hier ist eins von den 20 oder 25 cm großen. Ich glaube, das ist 20. Ich müsste gleich mal nachgucken. Ich glaube, das ist das 20er. Wo werden die so liegen? Das Ferrero Rocher-Ei. Genau. Ich kann die auch in anderen Farben machen, die goldbeblätterten. Ich kann die auch in... Lass mich lügen. Moment. Es knistert so schön, das Ding. Moment. Ich kann die auch in folgenden Farben machen. Wo ist es? Wo sind sie? Da. Ich kann die auch in folgenden Farben machen. Ich kann die auch in dunkelrot, also so einem blutrot machen. Ich kann die in so einem richtig grellen Rot machen. In Silber, in Weiß, in so einem cremegelblichen Farben. Dann halt in dem Gold, das ich hier habe. Dann in so einem Flieder-Lila-Ton und in Rosa kann ich die machen. In beliebigen Größen. Diese Größe ist vielleicht ein bisschen klein. Also da hättest du da, glaube ich, nicht so einen schönen Effekt von. Aber ich sag mal so, ab dieser Größe wird sich das, glaube ich, lohnen. Hängt ein bisschen von der Größe ab. Wahrscheinlich so... Oh, lass mich mal überlegen. Für das Große müsste ich ein bisschen mehr nehmen wegen den Materialkosten. Aber bei den kleinen lag's wahrscheinlich so bei... Keine Ahnung. 25 Euro oder so. Weil die Materialkosten halt nicht so teuer sind, aber halt die Arbeitszeit dranhängt und halt die ganzen Steuern und anderen Spaß, den ich dann noch bezahlen muss. Wie gesagt, Preise sind noch lose. Ich werde den Etsy-Store dann hier wahrscheinlich auch verlinken und dann immer mal wieder... keine Ahnung, auf Facebook und Twitter und so dann mal teilen, wenn ich irgendwas Neues in der Kreation habe. Wahrscheinlich, wenn ich diese Blätter noch in anderen Farben finde, könnte ich die auch noch in anderen Farben machen. Das könnte ich ja mal gucken. Geil, die gibt's auch in Blau. Okay, ich erweitere das Ganze auch auf Blau- und Türkistöne. Oh shit! Jetzt habe ich richtig viele Farben davon. Moment, ich kann das ja mal zeigen, in welchen Farben ich das jetzt anbieten kann. Machen wir es mal so. So many colors! So many colors. Ich muss mich mal wieder gerade hinsetzen. Wie sieht das hier aus?
So. Wunderschön. Also ich werde das dann wahrscheinlich auf Etsy haben, irgendwie, dass ich ein Beispielfoto von dem Goldenen habe und dann halt eben man sich die Farbe aussuchen kann. Also dass ich dann da wirklich hinschreibe, irgendwie, wir haben Blau und Gold und Silber und was nicht alles und dann kann man sich eine Farbe aussuchen. Und dann ist es halt made to order. Weil das wäre doch ein Plan, oder? Und dann vor allem werde ich dann irgendwann von allem so viel... Oh Gott. So viel auf Lager haben, dass ich dann einfach loslegen kann, weil sich dann langsam ein Lager halt aufbaut. Ich guck mal, wie trocken das ist. Oh ja. Und ich habe halt hier noch so einen echten Propper. Das ist richtig groß. Der trocknet gerade. Damit ich den gleich zu Ende grundieren kann, weil unten noch nicht alles farblich grundiert ist. Dann kann ich gleich theoretisch anfangen, hier zu gucken, ob da noch irgendwelche Löcher sind, die ich noch tupfieren muss. Genauso wie bei den anderen. Da könntest du halt auch noch drüber nachdenken, Sherlock, ob das verschiedene sein sollen. Also ob du zum Beispiel auf welche mit Blättern willst oder mit Moos. Oder ob das alle welche mit Schuppen sein sollen. Ja, ich tendiere auch zur Vielfalt. Das ist dann interessanter, wo du dann auch wahrscheinlich für jede Art von Schüler was hast. Ja. Ich werde vielleicht ein, zwei als Beispiele farblich machen, die man dann sozusagen gesondert kaufen kann, als welche, die schon existieren. Aber generell wird es halt sein, du hast die Wahl, wenn du jetzt so eins kaufst. Ne, die, ich mache die halt bis zur Grundierung fertig, sozusagen, also so wird so ein paar sozusagen so Rohlinge, nenne ich das mal. Du kannst halt entweder sagen, du willst so eins kaufen, sozusagen nur grundiert und bemalst die dann selber zu Hause weiter. Oder halt eben farblich. Dann würde ich einen Over- und einen Undercoat anbieten, also halt eben, dass ich zum Beispiel, da würde ich dann einfach die Acrylfarben, die ich halt als Möglichkeit habe, zum Beispiel das zweite von links ist zum Beispiel, das sieht man hier leider nicht so gut. Moment, ich guck mal eben kurz, ob ich die Fotos noch in meinem Stash habe. Moment. Habe ich die hier reingeworfen? Da sind sie nicht. Hier sind sie. Kann ich das mal in groß zeigen? Dieses hier war zum Beispiel, das sieht man hier leider nicht so richtig gut, das war grundiert in dunkelgrün und dann mit Kupfer übergestrichen. Noch das hier. Das war zum Beispiel blau und gold.
Also es ist halt, das Gold war halt nicht komplett deckend und dann hat da drunter immer das Blau durchgeschimmert. Und da würde ich das dann halt anbieten, dass du es entweder solide in einer Farbe kriegst, vielleicht irgendwie mit ein bisschen Schattierung und dann, oder halt alternativ halt mit einem Overcoat. Und ist auch nochmal die Frage, ob mir die Leute überhaupt so die Bude einrennen. Das klingt jetzt halt natürlich alles so wie, oh, du kriegst bestimmt irgendwie 30.000 Anfragen, aber mal gucken. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine kleine Menge sozusagen im Voraus, dass ich dann sozusagen direkt loslegen kann. Aber würde halt dann erstmal gucken, wie groß die Anfrage überhaupt ist. Naja, alles in Ordnung. Ich finde eigentlich, man kann immer ganz gut verstehen, was du schreibst. Also ich hatte auf jeden Fall nie Probleme. Und ich kann dann auch noch so coole, irgendwie so Add-ons machen, sowas wie Glow in the Dark oder so. Oder halt zum Beispiel sowas wie Hohl und Öffnungsbar. Wir machen Werbung für dich. Schankidön. Ja. Ja, wie gesagt. Ich guck mal. Ich werde, wie gesagt, da auch noch andere Sachen reinmachen. Vielleicht auch ein paar irgendwie keine Ahnung, Acrylmalereien oder so, wenn ich mich da mal wieder zu berufen fühle. Oh Gott. Alles stürzt ab. Verbleiben, dann kann ich mal eben kurz an diesem hier. Die frohe Kunde vor allem. Ja, wie gesagt, ich würde den eigentlich ganz gerne noch diesen Monat live bekommen. Ich bin momentan noch am Namen workshoppen. Das Creature Feature. Weil ich noch nicht so genau weiß, wie ich ihn nennen will, weil das halt eben nicht nur diese Eier sein werden, sondern auch andere Sachen. Deswegen bin ich mal unter anderem gucken. Das Sherlock-Ei. Ich glaube, das würde zu verwirren. Aber, ja, mal schauen. Mich schauen, was ich da so alles anbieten werde. Anderer Krams, ja. Ja, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich halt eben die Chimärenurkunden werde ich mit Spencer halt unterschreiben und halt für die Drachenurkunden werde ich meinen anderen Charakter Leonard Grünwald benutzen, vom ersten Lab, den ich auch unbedingt nochmal aufs College of Wizardry bringen will, einfach nur, weil der beim ersten Mal so untergegangen ist, wegen ein paar doofen Sachen. Da fehlt noch das Trademark. Jesus Christ, Leute. Ich muss mal eben kurz
wo eine Nachricht hinterlassen. Großartig. Ich muss mir gerade kurz was durchlesen. Wenn man während im Livestream todernste Nachrichten auf Discord bekommt. Eieiei, Kinders. Eieiei. So. Wo ist das Falzbein? Und manchmal muss man ein wenig nachhelfen. Alles die Bahnen kriegt, die man so haben möchte. Das sieht aber okay aus. Kann ich mich wieder dem hier widmen. Dem wilden Ei. Das jetzt schon fast komplett einmal umrundet ist. So. Ich versuche es halt manchmal ein bisschen mit kühlem Pusten zu beschleunigen. Aber das hat nur so viel Effekt. Ja, genau, das ist schon in der Pubertät. Das passt tatsächlich sehr gut. Da kann man halt später praktisch dazwischen dann Connect the Dots mäßig machen. Ich mache jetzt gleich noch diese leere Stelle. Und sobald das trocken ist, kann ich theoretisch dann das nächste Ei machen. Das könnte auch sehr cool sein, wenn ich dann Aufträge habe, dass ich da manchmal einfach im Stream sitze und die halt koloriere. In den Farben, die gebraucht werden. Das
Könnte auch interessant sein. Das ist jetzt zwar nicht viel spannender als das Grundieren, weil es in sich dieselbe Technik ist, aber ey. Theoretisch bräuchte ich so eine Drehvorrichtung, dass ich die so langsam drehen kann. Ja, sowas ginge theoretisch auch. Ich könnte es theoretisch einmal mit einer dünnen Schicht Heißkleber eins überziehen und dann da so Adern drüber machen und sowas, ja. Können wir vielleicht mit diesem hier gleich einfach mal einen Test machen. Einfach anfangen, es langsam etwas uneben mit Heißkleber dünn zu überziehen und dann so Lines. Aber ansonsten habe ich halt das Styropor so. Da müsste ich es halt sehr häufig grundieren, damit das weggeht. Wie toll ist denn das Große? Oh, ja, ziemlich trocken. Da kann ich jetzt gleich mal eben kurz dran gehen und die andere Seite machen. So. Kann ich mal einen Schluck trinken. Tatsächlich. Erstmal das. Weil hier muss ja noch die untere Hälfte. Und ich habe hier noch ein bisschen schwarze Farbe. Das hinhalten muss, damit ihr das gut sehen könnt. So. Irgendwo noch Löcher. So. Das ist jetzt
komplett schwatt. Und darf jetzt wieder trocknen. In aller Ruhe. So eine Drehvorrichtung für Ostereier. Irgendwie sowas. Mal gucken. Hier kann ich, glaube ich, noch einen hinsetzen, bevor ich anfange zu füllen. Klein. Da bin ich an einen dran gekommen. Dammit. Komm her. Ab mit dir. Au, au, au. Warum an den Fingern? Da muss man immer ein bisschen drauf aufpassen, wenn man dann zu vielen Stellen verschiedene macht. Naja, ist passiert. Mittagsbierchen. Jetzt geht's los. Für was für eine Schnapsdrossel hältst du mich? Nein, alles gut. Das war echt ein bisschen viel an der Stelle. Naja. Werden wir gleich sehen. Wodka-Eisbonbons. Den habe ich sogar hier auf dem Tisch stehen. Also nicht auf diesem Tisch, aber nah dran. Nee. Nah dran. Nee. Muss hier schließlich zum Thema passen. Wir haben tatsächlich während dem jungen Gesellenabschied letztes Wochenende hatten wir sonst nichts. Also haben wir Eierbecher genommen als Schottgläser. Wir haben gar nicht so viel getrunken im Endeffekt. Aber wir hatten halt nichts Besseres in dem just Moment. So. So, da kann ich mal eben kurz wieder an das Ordentliche rangehen. Wie man sieht, das Ordentliche braucht wesentlich länger, aber ich arbeite da jetzt auch gerade nicht so konzentriert dran. Da ist es halt kontrollierter und ruhiger. Irish Coffee ist auch nicht schlecht.
Boy, da werdet ihr aber tot, Leuchtstern, da werdet ihr tot. Und ich wahrscheinlich auch, wenn ich mitgetrunken hätte. Oder ich hätte die ganzen Eier hier schon versehentlich vom Tisch runtergeschossen. Ich bin ja schon im nüchternen Zustand nicht so motorisch begabt. Das müssen wir jetzt nicht riskieren, du. Ist das vielleicht noch zu früh, um es abzulegen? Jawohl. Werde ich merken. Ich muss es nur im Auge behalten. Wie sieht's hier aus? Wieso Drogen? Ja. Bist du? Eier, wir brauchen Eier! So. Und jetzt kann ich theoretisch, jetzt wo es grob gedottet ist und ich sozusagen eine Outline habe, kann ich halt in sich anfangen. Ich bin motorisch nicht begabt. Ich schmeiß andauernd Dinge runter. Ich bin so der Typ, der am Tisch sitzt und eine Tasse Tee in der Hand hat und dann einfach in einem Moment von schierer Dummheit einfach nur so rumzuckt und dann den ganzen Tisch mit Tee übergießt. Ich bin so diese Person am Tisch. Tendenziell und überhaupt. Ich bin eher ungeschickt. Ich bin ein unglaublicher Grobmotoriker. Nur weil ich malen kann und so, das heißt nix. Im Endeffekt, wo will ich denn anfangen? Irgendwo oben? Fangen wir mal oben an. Wenn das nicht rumnervt. Fangen wir doch mal zwischen den beiden hier an. Ihr seht das? Und dann mache ich in sich so Connect the Dots, wo ich dann langsam mich runterarbeite oder so Linien zwischen den einzelnen Punkten ziehe. Ja, ich kriege dann auch ganz coole Effekte hin. Muss man halt nur dann auch ein bisschen aufpassen. Das ist halt der Punkt, wo es dann ein bisschen langsamer wird. Aber ich finde, das ist okay. In diesem hier. Beim Multitasking mit 6 Eiern in der Hand. Das klingt falsch. So. Hm. Kann ich hier schon mal 9 setzen, weil ich gerade dabei bin. Ein Grobmotoriker würde mit 6 Eiern jonglieren. Das heißt nicht, dass ich das gut mache, dass ich mit 6 jongliere. Das heißt nur, dass ich für mein motorisches Verhalten schwer größenwahnsinnig bin und wie man das hier merkt, nicht dazu in der Lage, Dinge irgendwie abzulegen, sodass sie so stehen bleiben, wie ich das gerne möchte. Das ist, glaube ich, gut. Wie sieht's denn hier aus? Ja, das sieht okay aus. Was ich dann halt hier irgendwann angefangen habe zu machen, ist halt praktisch so Felder sozusagen so abzutrennen und die dann langsam aufzufüllen. Es ist noch keins kaputt gegangen, aber ich musste schon 2 Tropfen, in die ich versehentlich reingetatscht habe, abreißen und wieder neu dran machen und mir ist ein Ei runtergefallen. Äh.
Und ich bin noch nicht aufgestanden und habe die Heißklebepistole umgerissen. Das mache ich nämlich normalerweise, wenn ich nicht live bin, mache ich das andauernd, weil ich eine Hohlfrucht bin. Packen wir das mal hier so hin. Irgendwie so. Jetzt checke ich das hier mal eben kurz, ob hier noch irgendwo unsaubere Stellen sind, also wo ich nicht ordentlich koloriert habe. Ja. Always late. So, wieder mein Lieblingsgeräusch. Komm schon. Ich weiß, dass da noch schwarz drin ist. Ja, bestes Geräusch. Wo war's? Da war's. Worum es hier halt, wie gesagt, größtenteils jetzt noch geht, ist halt so diese hell gebliebenen Stellen alle dunkel zu machen. Es halt geht so lange bis zum Brunnen, bis es bricht, so ist es. Und das Ding ist, mit Airbrush wäre ich wahrscheinlich noch schneller. Aber, Ich hab eine Airbrush-Pistole und einen Kompressor und alles hier, aber ich bin zu lazy, den aufzubauen. Das machen wir vielleicht das nächste Mal als Test. Das wäre wahrscheinlich, wie gesagt, fixer. Da könnte ich wahrscheinlich noch coolere Effekte mitmachen, theoretisch. Da könnte ich so Galaxy-Eier mitmachen und so. Das sieht ja immer noch so aus hier. Das ist eine Dauerschleife, ja. Löffel beim Eierschaukeln zu sehen, der Stream. Ey du, wir haben schon einiges geschafft heute. Wir haben 1, 2, 3, 4 Eier schwarz grundiert, an 2 Eiern weitergearbeitet. Das da und das da hinten liegt, haben wir zu Ende schwarz angemalt. Jetzt bist du auch im Loop gefangen. Im Tales from the Loop könnte man fast sagen. Oh ja, da kann ich auch ein bisschen was ankündigen, wo wir gerade so rumliegen. Die drei haben jetzt ihre neuen Charaktere gemacht. Und wir kämpfen gerade nur noch mit einem Termin, wo alle drei können, damit wir ihre Charakterbeziehungen untereinander ein bisschen mehr besprechen. Ja. Und danach kann ich dann endgültig anfangen, wirklich Dinge auszuarbeiten. Chris muss mir übrigens Löffel hat einiges geschafft. Wow. Umbreon, bist du unter uns? Chris, du musst mir übrigens noch Referenzbilder und so schicken für deinen Tales from the Loop Charakter, weil bei den beiden anderen weiß ich ungefähr, wie die aussehen. Bei deinem halt noch nicht. Da habe ich null Ahnung. Wir können das ja mal so drehen, dann könnt ihr die sehen, wenn die trägnen. Kann ich mal mit dem hier gucken. Ja, da sind auch noch so ein paar Stellen.
Weil wir streamen jetzt seit ungefähr 12 Uhr, es sind 3 Stunden durch. Ich habe an 2 Eiern bin ich gut weitergekommen. 4 habe ich grundiert komplett. Das ist eine ganz gute. Das ist eine ganz gute Sache. Für 3 Stunden. Also da war ich sehr produktiv jetzt für 3 Stunden. Das Lustige ist, wenn ich die mit Acryl bemalt habe, haben die so eine komische lederne Struktur fast. Also wenn man da so drüber geht, das ist total lustig. Ich finde tatsächlich, das enhanced das nochmal dieses Feeling, dass das so Dracheneier sind, weil man sich irgendwie vorstellt, dass die Schuppen so ein bisschen halt so dieses komische, weiche Keratin-Feeling haben. So ganz komisch. Halt nicht wirklich nachgebend, aber so eine ganz komische Struktur. Und der Heißkleber mit dem Acryl macht das lustigerweise, imitiert das ziemlich gut. Sieht doch relativ solide aus. Finger Vision. Ah, das ist a joy. Wenn meine Finger aussehen, ey. Jetzt hätte ich die so einmal so solide so in so ein kleines Feuer gehalten. Einfach so. Was zu meiner Gruppe so passen würde. So. Salto. Mortale. Zum Glück nicht an der Stelle, wo es irgendwie problematisch wäre, wenn. Ne? Da habe ich jetzt angefangen, sie zu connecten. Und den nächsten dort setze ich hier dazwischen und eventuell hier ein. Und dann mache ich hier so ein. Sozusagen gehe ich hier weiter rum nach hier und habe dann hier in der Mitte ein Feld, das ich füllen kann. So mache ich es halt meistens. Übrigens schon mal als faire Warnung, es kann sein, dass es nächsten Samstag wieder keinen Morgenkaffee gibt, weil da ist eine Hochzeit und ich weiß noch nicht genau, wie das... Wie lang die sich zieht, weil die ist theoretisch von Freitag auf Samstag, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich da am Samstag verhindert bin, beziehungsweise wie lebendig ich am Samstag bin, beziehungsweise ob ich schon zu Hause bin oder nicht, das ist halt alles noch nicht so ganz klar. Und dementsprechend, und da am Freitag die Hochzeit ist, kann ich doch keinen Abendkaffee machen. Dementsprechend werden wir mal gucken, aber wahrscheinlich gibt es keinen Morgenkaffee nächste Woche. Ne, da seht ihr jetzt so dieses Feld, was sich da jetzt so langsam bildet. Hier. Und das kann ich dann nämlich gleich in Ruhe ausfüllen und so mache ich das dann langsam mit Connect Dots außenrum.
Jetzt habe ich das eigentlich alles wieder nach da geschoben. Kann mir das mal irgendwer sagen? Da muss ich immer den ganzen Kopf drehen, wenn ich den Chat sehen will. So. Jetzt habe ich euch wieder im Blick. Wunderschön. Wunderbar. Wunderbar. So. Zu. Aber zum Glück nicht so schlimm. Ein bisschen Unebenheiten dürfen sie auch haben, es darf nur nicht zu viel sein. Wie gesagt, hier, da bildet sich dann so langsam dieses Feld. Wir können jetzt mal entscheiden, was wir mit diesem hier machen. Dir viel Spaß im Kino, dann Leuchtstern. Ich mache auch nicht mehr so lange. Das sollte eigentlich nur ein bisschen Nebenunterhaltung für den Morgenkaffee sein, der jetzt inzwischen ein Nachmittagskaffee geworden ist. Versucht doch noch die Blutadern. Ja, da müsste ich es wahrscheinlich erst jetzt langsam mit Heißkleber überziehen. Aber ansonsten habe ich halt die Styroporstruktur so visuell im Vordergrund. Aber damit könnte ich ja mal langsam anfangen. Gott, das wird mich Blue Sticks kosten.
Bis nächstes Mal. Ich mache das jetzt mal so. Ich teste das jetzt mal aus. Experimenting. Wir können das ja mal so ein bisschen so vernetzt machen, dass die dann hier so. Und ich fülle das dann später aus, dazwischen. Dass ich die so ganz oft übereinander layer, dass das so was Adriges kriegt. Das könnte cool sein. Mal gucken. Das sieht voll widerwärtig aus. Ekelitsch ist das. Ich mache da jetzt gerade mal so einen passionierten Test. Das könnte, glaube ich, total cool aussehen, wenn man das dann später mit Moos oder so überzieht. Weißt du, weil es dann so unregelmäßig ist und dazwischen dann diese Adern hervorstechen oder sowieso Wurzeln. Das könnte sehr cool sein. Vielleicht machen wir mal sowas. Man darf ja auch einfach mal dummen Unsinn machen. Das sieht interessant aus.
das hindrehen. Ah, das ist doch interessant. Sieht cool aus. Wie gesagt, vielleicht, wenn ich das Ei danach grundiere und dann vielleicht dunkelgrün mache oder so. Und dann mit einem Drybrushing braun drüber. Und dann Moos. Und die Adern, die nicht mit Moos und nur den Kleber nur in die, also für das Moos den Kleber nur in die Zwischenräume tupfen. Und dann die, die noch hervorstehen, vielleicht in Kupfer hervorheben. Das könnte doch cool sein. Oder? Dass das wie so Kupferadern aussieht, die da rausstehen. Das hätte doch vielleicht was. Es hat irgendwie was sehr Ekliges. So visuell. Oder finde nur ich das? Kleber gekommen. Au. Zum Glück, wie gesagt, kann ich die Hitze einstellen, dadurch verbrennt mich das nicht, aber es ist halt trotzdem heiß. Das hat definitiv was. Mal gucken, wie wir mit dem Ei dann weitermachen. Das überlege ich mir dann gleich.
Sieht auf jeden Fall eklig genug aus. Wie gesagt, ich spiele gerade echt mit dem Gedanken, dass ich es eventuell gleich einmal schwarz grundiere, dann dunkelgrün. Und dann mit normalem Bastelkleber halt Moos in die Hohlräume mache. Und dann die hervorgehobenen Adern dann ganz vorsichtig mit Kupfer drybrushe. Erst mit Braun und dann mit Kupfer, das könnte sehr cool aussehen. Vielleicht sogar noch bevor ich das Braun vielleicht sogar noch darüber drybrushen, bevor ich mit dem Moos in die Ritzen gehe. Das könnte, glaube ich, ganz geil aussehen. Dass es wie so goldene oder kupferfarbene Adern hat. Ja, probieren wir lieber studieren. Sieht so richtig schön disgusting aus. Hier muss ich noch ein bisschen auffüllen da.
knatschende Geräusch, das das immer macht. Das ist ein Geräusch. Alter Verwalter. Das sieht schon aus, als würde da irgendwas richtig Widerwärtiges draus schlüpfen. Das können wir jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen trocknen lassen. Währenddessen mache ich mal diesen hier weiter. Ach ja. Jonglieren. Ich glaube, ich noch ein bisschen. Immer mal wieder fliegender Wechsel. So, fehlt hier noch irgendwas? Irgendwelche Löcher?
Dann grundieren wir es mal etwas schwarz. Mal gucken, was passiert. Ja, das könnte durchaus funktionieren, tatsächlich, Sakai. Ich bin nur gerade sehr leise, weil ich mich so ein bisschen konzentriere. Und weil gerade nicht so viel im Chat passiert. Always late. Das Einzige, wie gesagt, was ich vielleicht hätte machen müssen vorher, ist das Grundieren mit irgendwas, weil ich halt noch diese Poren sehr krass habe. Ich habe gerade die Finger voll mit Farbe, deswegen kann ich es nicht ranziehen. Ja, das war so die Idee. Die sollen so ein bisschen so wurzelmäßig aussehen. Weil was ich jetzt gerade mir halt überlege, das hatte ich gerade schon gesagt, ist halt Bastelkleber in die Lücken machen ganz dünn und dann halt mit Moos, dass halt die Adern so ein bisschen dazwischen hervorstehen, ganz dünn. Halt wie so Wurzeln, die so ein bisschen da drunter sind. Und die halt eventuell sogar noch zu kupfern Foil. Mal gucken. Das schauen wir gleich. Jetzt noch eine interessante Frage. Wer stehst du alleine, wenn ich dich hinstelle? Nein, leider nicht. Naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber dafür habe ich ja dieses Ding. Einen gerundeten Finger. So. Machen wir mit dem weiter.
auf, jetzt einmal abwärts. Das war ein bisschen zu weit. Bei uns kläffen gerade die Hunde. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Wenn man das verkackt. Zum Glück lässt sich mit Heißkleber relativ viel fixen, solange es noch nicht komplett getrocknet ist. Ich finde das ganz schick. Ja, hier sind das dann gar nicht richtig gemeint. Da, meine Eisammlung. Und da ist das Große. Ach ja. Köpfen und seine Eier. So ist es.
Aber ich werde wahrscheinlich jetzt auch gleich Schluss machen, weil ich kriege langsam Hunger. Außerdem ist es gleich 16 Uhr. Dass so viele von euch so lange durchgehalten haben, ist schon echtes Wunder. Und wir haben heute einiges geschafft. Und ich habe dann immer so ein bisschen dieses Gefühl, wenn der Stream so lange geht und ich alleine vor allem unterwegs bin, dass ich dann irgendwann halt auch sehr still werde. Einmal, wenn ich gerade sowas mache, dass ich mich dann neben mir konzentriere. Und zum anderen einfach, weil irgendwann die Energie so ein bisschen flöten geht. Ich bin immer noch sehr, wie soll ich das sagen? Ah, schwierig. Schwierig zu erklären. Irgendwie so dieses halt, dass es dann nicht so entertaining ist oder so. Keine Ahnung, wenn es so lange dauert. Weil dann irgendwie die Luft, also so die Energie so ein bisschen flöten geht. Ich bin immer noch beeindruckt von Streamern, die das können. Also die wirklich so stundenlang irgendwie sowas machen können. Ich weiß gar nicht, ob das der längste Morgenkaffee ist. Ich kann ja mal eben gucken. Das könnte tatsächlich der längste sein. Es gab einige, die über 3 Stunden lang waren. Ja, das ist, glaube ich, der längste tatsächlich. Aber es ist ja auch irgendwie eine Mischung aus dem Workshop und, also aus dem Löffels Workshop und dem Morgenkaffee. So ein bisschen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr fandet das generell interessant, auch wenn es jetzt am Ende ein bisschen ruhiger geworden ist. Weil das ist ja das ständige Weiterentwickeln von Konzepten. Das hier haben wir auch gemacht. Der langsame Fortschritt. Ach, der erste wieder für dich seit längerem? Ja, ich hatte ja auch zwischendurch echt lange Pausen. Ich versuch's halt jetzt wieder so regelmäßig wie möglich hinzubekommen. Damit das Ganze wieder so eine gewisse Regelmäßigkeit bekommt. So, mal kurz gucken. Wie trocken bist du? Soll ich schon die andere Seite grundieren? Ja. Ja, das geht. Das geht. Dann habe ich nämlich auch die letzte Farbe auf meinem Brettchen aufgebraucht erstmal. Und dass ich jetzt neue drauf pushe, das ist dann auch, glaube ich, ein ganz gutes Finale für heute. Ich nenne die Folge dann, glaube ich, das große Morgenkaffee und Löffels Workshop Crossover Event. So. Das hat doch wie selber. So.
So, das muss ich dann jetzt umgedreht da drauf stellen. Oh Gott. So. Wo ist mein Läppchen? Da ist mein Läppchen. Da würde ich doch fast sagen, da wir gerade an so einer relaxten Stelle sind. Dass wir hier Schluss machen. Weil es ist schon 4:05 und wir haben ungefähr 11:55 angefangen. Das heißt, es sind gut 4 Stunden. Ich glaube, das ist solide, würde ich das jetzt mal nennen. Und würde dann sagen, wir sehen uns später. Vielleicht streame ich heute Abend irgendwelches Gaming. Mal gucken. Das werden wir dann sehen. Vielleicht fühle ich mich motiviert. Wenn, werdet ihr es wahrscheinlich auf Twitch mitbekommen oder so, oder auf Twitter oder ja, auf dem Nerdpunk wahrscheinlich nicht, aber ja. Also, wie gesagt, wenn ihr Bürger habt, da mit abzuhängen, dann wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Oh ja, genau, nächste Woche ist wieder einiges los. Da kann ich ja jetzt nochmal eben, wie klassisch für den Morgencafé, am Ende ein bisschen Ankündigung machen. Am Montag ist Fate, Flowers for the Ever After, auf dem Mad Monkey Squad Kanal. Wenn alles gut läuft, am Donnerstag. Oh Gott, ich muss gleich mal eben kurz gucken, dass sich da jetzt nicht gerade 2 Termine überlagern, weil der eine ist minimalistisch wichtiger als der andere. Ah, okay, das ist der 17. Gott sei Dank. Ja, am 16. Den Montag, wie gesagt, ist Flowers for the Ever After. Und am Donnerstag, den 19. ist wieder Fog and Mirrors. Ist da sonst noch irgendwas? Ich überlege gerade. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind die beiden Streams für nächste Woche, die feststehen. Morgencafé, wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Vielleicht mache ich irgendwas am Sonntag. Aber das sind halt die zwei, die ich sicher sagen kann. Morgencafé wird, wie gesagt, wohl nicht laufen nächste Woche. Dann nennen wir das jetzt einfach mal so das Double-Special, wo ich halt extra lang gemacht habe, weil wir den kommenden Samstag keinen haben. Das ist doch hier recht, würde ich mal behaupten. Ja. Montag Flowers for the Ever After bei Mad Monkey Squad und Donnerstag Fog and Mirrors. Ich glaube, das sind alle. Weil Dienstag ist Mod-Besprechung, Mittwoch war irgendwas, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Freitag und Samstag bin ich beschäftigt, Sonntag vielleicht irgendwas. Wir gucken. Wenn man irgendwas Spontanes, so One-Shot-mäßiges oder so. Michelle, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht bis heute Abend, wenn ich dann nochmal die Muse habe zum Streamen. Und auf bald. Bye, bye.